Volkskrankheit Rückenschmerz. Zwei Drittel aller Österreicher leiden darunter. Oh. Ich wünsche die Schmerzen nicht einmal meinen ärgsten Feind. Zum einen, weil ich einen Hohlkreuz habe und zum anderen, weil ich aber jetzt viel zu viel Zeit mit mir um und umschleppe. Ich habe einige Male schon Bandscheibenvorfälle gehabt. Man lernt damit zu leben. Ich habe solche Schmerzen gehabt, dass ich sage, mir sticht jemand mit dem Skalpell das Bein auf. Medizin für die Wirbelsäule. Welche Methoden helfen? Wann am besten? Besser mit minimalinvasiven Verfahren zu beginnen und nicht gleich mit der OP. Ich sage immer Zementspritzen dazu. Ich fühle mich wie neugeboren praktisch. Stress und Schmerzen, wie Sorgen und Ängste den Rücken kaputt machen. 24 Jahre Heimhilfe und dann habe ich 3 Jahre meinen Gatten zu Hause aufgepflegt, Pflegefall. Und das spürt man halt. Der Zaubertrick ist, wenn man psychisch loslassen kann, dann können auch die Muskeln am Rücken wieder loslassen. Intensive Reize, manuelle Therapien und Instabilitäten, so kommt der Rücken wieder in Schwung. Das sind nur Initialzündungen, dass ich wirklich aktiv was tue. Vorbeugung im Alltag, einfache Tipps und Übungen wirken Wunder. Der Rücken ist vom Computer geschädigt nach 30 Jahren, wenn ich sitze. Ich bin ein komplett anderer Mensch, wenn ich frei bin, locker bin und keine Beschwerden habe. Rückenfit bis ins hohe Alter. Es ist leichter, als man denkt. Und dann kann er ja mit 90 noch schmerzfrei sein und dann nur einen Spaß haben am Leben und der Lebensqualität. Dann kann man Operation sehr lang rauszögern oder im besten Fall ganz vermeiden. Hast du was Gutes dagegen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Darum geht's heute, also um die Wirbelsäule, die uns allzu gerne Probleme bereitet in Form von Kreuzschmerzen, Nackenproblemen oder noch weit schlimmeren Beschwerden. Sie kennen das? Hast was Gutes dagegen? Das hat die junge Frau zu Beginn gefragt. Ja, immer öfter sind auch die ganz Jungen betroffen. Und ja, ich hoffe doch, dass wir etwas Gutes dagegen haben, wenn es bei uns heute heißt Kampf dem Rückenschmerz. Wie man vorbeugen und was jeder selbst dagegen tun kann, darum geht's heute mit aktiver Unterstützung meiner Experten. Ich begrüße Professor Dietrich Grönemeyer. Er ist Rückenspezialist und Verfechter einer Medizin zwischen Hightech und Naturheilkunde. Er ist überzeugt, dass man viele Rückenschmerzen durch gezielte Bewegung deutlich lindern oder sogar beseitigen kann. Und Professor Siegfried Merin, Leiter der OF Bewusst Gesund Initiative. Und wie immer können Sie, meine Damen und Herren, uns live während der Sendung anrufen unter 0800 22 69 45. An den Telefonen begrüße ich diesmal Expertinnen von Physio Austria, dem Bundesverband der Physiotherapeutinnen in Österreich. Oder Sie schreiben uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen an stöckel-live@orf.at. Sie können uns also erreichen und die Herrschaften haben schon gut zu tun. Es ist ein Thema, das so viel betrifft. Ich frage mal hier im Publikum. Ich frage jetzt nicht, wer hat schon Rückenschmerzen gehabt? Wer hat noch nie Rückenschmerzen gehabt? Haben wir so ein Wunder bei uns? Nein, wir haben es nicht. Herr Dr. Merin, es kennt jeder. Also wir haben hier eine Trefferquote im Publikum von 100%. Ein Volksleiden, haben wir schon zu Beginn gesagt, die Rückenleiden. Woran liegt das eigentlich? Guten Abend. Man kann es vielleicht ein bisschen flapsig formulieren. Der Mensch ist nicht zum Sitzen geboren. Aus der Evolution wissen wir, dass wir eigentlich immer in Bewegung waren. Noch nie sind wir so viel gesessen und haben uns so wenig bewegt wie im Augenblick. Ich würde fast provokativ sagen wollen, dass die Bewegungsarmut und das Sitzen wie das neue Rauchen sind in unserem Leben. Es sind auch andere Dinge wie einseitige Bewegungen, die wir machen im Beruf, aber auch so im Privatleben. Das, was wir auch kennen mittlerweile, was es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat, man hat das Handy, alle haben den Schauen nach vorne, halten es und nach unten, sind in einer Situation eingefroren. Es gibt auch andere, die Verspannungen, dann wenn ich mit dem einen Daumen versuche, ganz schnell meine Nachrichten hinauszuschicken. Und das ist auch schon in der Einleitung gewesen, was wir noch immer unterschätzen, wir leben in einer Welt 24/7, die uns permanent Druck macht. Und wir beginnen uns anzuspannen und durch die Anspannung beginnen wir uns zu verspannen. Sie haben schon viele Themen angesprochen, um die es heute im Laufe des Abends gehen wird. Herr Dr. Grönemeyer, oft sind es ja Probleme, also Nacken, Halswirbelsäule oder die Lendenwirbelsäule. Woran liegt das, dass gerade diese beiden Zonen so betroffen sind? Ja, in der Halswirbelsäule haben wir ja die Problematik, dass der Hals sich in alle Richtungen drehen kann. Mhm. Also als flexibelste Wirbelsäule
Element von uns und es muss den Kopf tragen. Und gleichzeitig, deswegen sind Zahnärzte auch so wichtig, ja, kauen wir und der Druck des Kauens, vor allem nachts, wenn wir knirschen, drückt sich eben auch auf die Halswirbelsäule. Von daher ist der Zahnarzt, gehört der für mich ins Team. Und unten in der Lendenwirbelsäule tragen wir den ganzen Rumpf. Mhm. Ja, die ganze Last des Tages lastet letztendlich auf der Lendenwirbelsäule und auf den Beckengelenken. Beispielsweise, dann aber auch auf den Hüften und es überträgt sich nach unten. Mhm. Und von daher kommt es nicht von ungefähr, dass die Lendenwirbelsäule und die Halswirbelsäule eben so häufig belastet. Das heißt, man kann sagen, wir sind ein bisschen eine Fehlkonstruktion. Ja, wir sind keine Fehlkonstruktion, sondern Sie haben das ja gerade schon gesagt, also nicht bewegen, ständig sitzen, anstatt sich mal ins Stehen zu bringen, dann wieder zu sitzen, sich zu bewegen, auch während der Arbeit, führt dazu, dass wir einfach an der Stelle mittlerweile unsere großen Probleme haben an der Wirbelsäule. Bei den ersten Verspannungen vertrauen sich Menschen gerne einem Heilmasseur an und sagen, ah, tu mir Gutes. Wann ist sozusagen der Punkt gekommen, wo man unbedingt zu einem Arzt gehen sollte mit Rückenschmerzen? Wenn man es vielleicht grob formuliert, kann man sagen, dass bis zu 80% der Ursachen von Rückenschmerzen eher harmlos sind. Da, wo ich sofort sagen müsste, hier besteht überhaupt keine Zeit zum Warten, ist, wenn ich neurologische Symptome habe. Also wenn ich das erste Mal spüre, ich spüre meine Hand nicht, die Hand ist irgendwie bamstig, ich habe Ameisenlaufen, ich kann das Bein nicht bewegen, es hängt mir der Vorfuß hinunter, ich habe eine Störung meiner Blasen- oder Darmfunktion, dann ist hier schon etwas Ernstes passiert. Diese neurologische Symptomatik heißt, du kannst jetzt bitte nicht zu einem Heilmasseur oder einem Osteopathen gehen. Du suchst so rasch als möglich, hier sind sogar Stunden wesentlich. Wenn wir daran denken, eine Bandscheibe kann vorgefallen sein und kann einen Nerv quetschen, dann ist in einem solchen Fall der operative Eingriff zielführend. Daher bei neurologischer Symptomatik rasch zum Arzt. Ich darf Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der mich unglaublich beeindruckt. Helmut Eigelsreiter ist im 90. Lebensjahr und er ist fit wie ein Turnschuh. Dafür macht aber auch etwas und das schon seit 50 Jahren. Mit 40 hat der ehemalige Skilehrer massive Bandscheibenprobleme, so wie Sie es gerade angesprochen haben. Er stand kurz vor der Operation, die wollte er aber partout nicht und er nahm sein Schicksal selbst in die Hand. Mit gezieltem Training, mit Übungen, die er selbst entwickelt hat. Der hat sie dann die 7 Eigelsreiter genannt. Als ich ihn vor mehr als 2 Jahrzehnten kennengelernt habe, hat er diese Übungen mit seiner damals ganz kleinen Tochter geturnt. Das Mädel von damals, Alena, ist heute eine erwachsene Frau und sie ist, fast eine Ironie der Geschichte, vom Beruf Neurochirurgin und selbst davon überzeugt, dass Bewegung die beste Medizin ist. Silke Dabernik hat beide besucht. Sie ist 30 Jahre Neurochirurgin und fit wie ein Turnschuh. Ihr Vater ist 89 und was sie kann, kann er schon lange. Mein Geheimnis ist ganz schlicht und einfach gesagt Bewegung. Und mein Spruch heißt ja, Körper pflegen durch Bewegen und nicht Körper schonen durch Sitzen, Liegen und Wohnen. Das Wichtigste am Bewegungsapparat ist, so wie eh immer im Leben, dass man im Balance ist. Und wenn das passt, wenn die Wirbelsäule, die Muskulatur, wenn die ausgeglichen sind, dann kann man Operationen sehr lang rauszögern oder im besten Fall ganz vermeiden. Durch seine täglichen Dehn- und Kräftigungsübungen ist Helmut Eigelsreiter nicht nur beweglich bis ins hohe Alter geblieben, sondern auch allseits bekannt geworden. Tadellos, ich sehe keinen Fehler. In jungen Jahren war er Trainer in der Skilehrerausbildung und Berater von Gesundheitsministern. Außerdem hat er zahlreiche Bücher zum Thema Bewegung geschrieben. Dass gezieltes Dehnen der Muskulatur nicht nur der Fitness dient, sondern auch heilen kann, hat der rüstige Steirer am eigenen Leib erfahren. Nach mehreren Bandscheibenvorfällen wäre er mit 40 Jahren beinahe im Rollstuhl gelandet. Dann wurde ich durch die ganze Schulmedizin 2 volle Jahre durchgeschleust. Schlingenstreckungen, Streckbettstreckungen, schwere Spritzenkuren. Die haben gesagt, na, da kann man nur mehr operieren. Und das war für mich sowas wie ein K.O.-Niederschlag. Und ich habe kurz überlegt und habe dann gesagt, Herr Primar, ich lasse mir das nicht machen, ich gehe heim. Habe mich täglich, stundenlang am Boden hingesetzt und geübt. Ich habe Schmerzen gehabt. Meine Frau hat gesagt, was schreist du? Ich habe gesagt, weil es so weh tut, tu es nicht. Ich habe gesagt, ich muss es tun. Das ist mein Weg. Und dann bin ich immer beweglicher geworden. Habe ich gesagt, so, ich will jetzt beweglich sein wie ein Kind mit 7 Jahren. Und das habe ich erreicht.
in einem Jahr. Er hat seine Turnmatte, hat die am Abend ausgebreitet und dann wirklich 1,5 Stunden seine Übungen gemacht. Und ich bin von klein auf damit konfrontiert worden. Das war das Natürlichste auf der Welt für mich, dass das einfach dazugehört. Und ich habe halt schon mit 7, 8 Jahren auch dann mit ihm mitgeturnt. Es war für mich damals lustig, das war ein Spiel. Und ich habe das eigentlich dann fortgesetzt. Die Erfahrungen ihres Vaters haben Alena Eigelsreiter auch beruflich geprägt. Die Neurochirurgin hat sich darauf spezialisiert, Operationen zu vermeiden und hat mit ihrem Vater ein Trainingsprogramm für ihre Patienten ausgearbeitet. Denn die Chirurgie kann bei Rückenproblemen nur begrenzt helfen. Der Gesäßmuskel ist ja meiner Meinung nach einer der allerwichtigsten Stabilisatoren und der gehört unbedingt da hinein in das Programm. Ja. Ich habe in der Klinik halt schon oft Fälle gesehen, wo einfach die Zeit dann fehlt, auch in der Ambulanz die Leute richtig zu beraten und dann wird meiner Meinung nach schon zu schnell operiert. Und wenn man im Operationssaal sieht, wie ist der Mensch insgesamt muskulär beieinander und der hat halt keine Rückenmuskel, er hat keine Bauchmuskel, dann müssten die Bandscheiben und die Gelenke das alles abfangen. Und da möchte ich schon appellieren an alle, dass sie frühestmöglich anfangen. Und selbst wenn eine OP irgendwann nicht zu vermeiden ist, das muskuläre Korsett rundherum um die Wirbelsäule, das muss stark sein. Auch wenn man OP hat, dann muss das danach auch stark sein. Das Becken ist der muskuläre Schraubverschluss. Und unsere Philosophie ist, wenn das Becken in Ordnung ist, muskulär, dann ist der ganze Mensch in Ordnung. Diese Botschaft und ihre Übungen, die 7 Eigelsreiter, geben Vater und Tochter heute bei gemeinsamen Seminaren in ganz Österreich weiter. Wir machen immer diese sogenannten Muskelfunktionstest-Seminare, wo wir die Leute durchtesten. Vom Wadenmuskel durch herauf bis zum Nackenmuskel. Und wenn das Seminar zu Ende ist, hat jeder, der dort war, sein individuelles Bewegungsprogramm. Wir sind beinahe unschlagbar, der Alte und der Junge, und sind auch glaubwürdig. Du stehst ganz leicht auf den Zehen, das heißt, du bist verkürzt. Der Muskel ist wieder in Ordnung, der ist auch in Ordnung, das ist auch okay, ganz super benannt. Also mich fasziniert der Herr Helmut Eigelsreiter ganz besonders, weil es geht heute in der heutigen Zeit nicht nur um alt zu werden, sondern mein Fokus ist wirklich gesund alt zu werden und da leistet er wirklich einen ganz besonderen Beitrag. Ich bin praktizierender Landwirt und habe einseitige Belastungen und mit den Turnübungen bin ich zwar nicht schmerzfrei, aber ich kann den Alltag leichter bewältigen und fühle mich wohl. Es ist ja gigantisch, was er da kann, gell? Also da haben wir schon viel versäumt in unserem Alter. Das können wir nicht mehr nachholen, gell? Trainieren kommt bei den beiden Eigelsreiters lange vor dem Operieren. Und auch so manch anderen Spruch ihres Vaters hat Alena Eigelsreiter verinnerlicht. Dieses Dehne, Kräftige und Turne bis zur Urne. Aber das ist eigentlich die Philosophie, man darf nie aufhören. Es ist aber auch nie zu spät anzufangen. Und ja, sehr großes Vorbild ist er für mich, ja, auf alle Fälle. Ein ganz unglaublicher Mann, Helmut Eigelsreiter. Und ich freue mich sehr, dass er gemeinsam mit seiner Tochter Alena heute da ist. Sie sehen, Herr Eigelsreiter, einen Eigelsreiter habe ich mir noch gemerkt. Den Drehsitz, ne? Ist schon nicht verkehrt. Ja, das ist ein Teil vom Ischias. Ein Teil vom Ischias, gut. Wir werden das gleich durchnehmen, aber fangen wir von vorne an. Sie haben ja schon Ihre eigene Turnmatte mitgenommen. Was kann denn die? Ja, also ich sage immer, bitte turnt nicht auf Gummi oder Plastik. Das sind Energieräuber. Das ist ein eigens gewebter Teppich, nur zum Turnen, vom Merino-Schaf. Ah ja. Und das ist das, was ich zu Hause mehrfach überall liegen habe. Und wenn ich das Gefühl, aber möchte mich üben, dann setze ich mich auf irgendeine Turnmatte. Sie haben Ihre ganz eigene Philosophie und mit der sind Sie fit wie ein Turnschuh, fit, wie man, dass man neidisch sein könnte. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie uns so, also alle Übungen kann man nicht durchmachen, aber 2, 3 zeigen, aber ich bitte um welche, wo ich noch mitkomme. Sie lachen. Ich lache nicht. Ich würde sagen, eine der allerwichtigsten Übungen ist, der Iliopsoas, das ist ein Muskel, der an der Wirbelsäule angewachsen ist und der uns eigentlich diese furchtbaren Schäden macht. Und den muss man eigentlich täglich im Dehnprogramm haben. Wie machen wir das? Und genau. Zeig du das einmal, Alena. Ich zeig's einmal vor, alle genau. Diese
Turnübung da, also diese Dehnungsübung. So, also einfach genau, ein Fuß nach vorne auf und im rechten Winkel, genau. Man kann das ganz den Oberkörper auch ablegen am Fuß oder eben aufrecht, wie man möchte. Und das dehnt das hintere dann Bein lässt man dann knapp über dem Boden hängen. Und die Dehnposition ist eben, dass man den Iliopsoas hier, jetzt in meinem Fall beim linken Bein, jetzt dehnt, weil er vorne an der Wirbelsäule, wie gesagt, angewachsen ist und dann zum Bein innenseitig herzieht. Nachdem er von der Wirbelsäule kommt und wenn der verkürzt ist, dann zieht er die Wirbelsäule immer mehr ins Becken und dadurch kippt man ins Hohlkreuz. Und das macht dann reflektorisch wieder hinten. Sie machen mit, seit Sie ein kleines Mädel sind, so lange kenne ich Sie auch schon, üben und trainieren und probieren vor dem Operieren ist ja für eine Neurochirurgin, die Sie heute sind, eigentlich ein recht ungewöhnliches Motto. Sie haben früher im LKH Graz gearbeitet, jetzt in eigener Praxis und in einer Reha-Klinik. Haben die Leute oft an Operationen zu hohe Erwartungen? Ja, da ist also ja nicht bewusst, was ja, selber alles natürlich. Also man muss schon unterscheiden, ist was wirklich notwendig zu operieren oder kann man noch was probieren mit operieren. Es ist so natürlich, wenn neurologische Symptome da sind, wenn Krafteinschränkungen da sind, wenn Lähmungserscheinungen da sind, muskulär, dann muss es sein. Und man muss immer sehr genau schauen, passt das MR auch mit den Beschwerden der Leute zusammen. Also sehr oft haben Leute auch Schmerzen aufgrund muskulärer Dysbalancen. Und das muss man unterscheiden. Und da wäre eine Operation dann fatal, wenn man bei sowas operieren würde. So, zweite Übung, Herr Eisreiter. Ja, unser Leitspruch ist ja Körper pflegen durch Bewegen und nicht Körper schonen durch Sitzen, Liegen und Wohnen. Ja. Die Menschheit liegt ja nur mehr herum und wohnt. Also wir würden jetzt Übungen machen aus dem Becken heraus. Ja. Das heißt, ich mache mal eine Sitzübung in die Grätsche. Sie prüfen mich. Weil das Becken ist das Zentrum des Menschen. Und wenn das Becken in Ordnung ist, ist der ganze Mensch in Ordnung. Ja. Das heißt, ich müsste in der Lage sein, einmal mit der Hand links innen herzugreifen. Ja. Immer auf die Ferse, nie auf die Zehen. Aha. Wenn ich auf die Zehen greife, aktiviere ich die Wade. Aber es ist schwieriger auf den Zehen. Ja, aber das ist die richtige Stellung. Das, dann hier, dann beidseitig, Ferse. Das zirkt. Ja, es spannt hier, weil diese Muskeln da hinten, die Hamstrings, also die drei Muskeln, die verspannen das Becken unwahrscheinlich. Wie haben Sie denn damals, wir haben Ihre Geschichte, Ihre Leidensgeschichte gehört, der Operation entronnen und gesagt, ich will das selber hinkriegen, ich will mich bewegen wie ein siebenjähriges Kind. Wie haben Sie denn gewusst, was für Sie gut ist? Das habe ich nicht. Es hätte ja auch kontraproduktiv sein können. Ich war ja 2 Jahre, hat die Schulmedizin mich durchgeschleust, wie wir schon gehört haben. Und dann bin ich letztlich nur mehr allein dagestanden und niemand konnte mir helfen. Habe ich gesagt, so, jetzt ist der Standpunkt, ich kann mir nur mehr selber helfen. Das heißt, ich muss jetzt für mich eigene Übungen entwickeln. Und da war eine kleine Hilfe, das kleine Büchlein von Dr. Janda, tschechischer Arzt, der hat damals schon erkannt, dass alle Muskeln, die wir haben, wichtig sind. Also nicht nur wichtig sind, sondern im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sich verändern. Entweder sie werden übertonisiert, also dann verkürzen sie sich, oder sie atrophieren, sie schwächen sich ab. Und dann sind immer die Gelenke in der Mitleidenschaft. Wenn ein verkürzter Muskel jetzt den Kopf in der Pfanne nicht mehr richtig hält, dann kommt es zu Verreibungen, das ist die Arthrose. Eine Übung zeigen Sie noch. Ja, ich will diese Übung noch zeigen, so. Ja, was passiert jetzt? Und aber, dass ich weiß, ich bin aus dem Becken beweglich, ich muss ja auch die Arme ablegen können. Ah, das geht nicht. Ja, das ist, jetzt muss man eben, weil da verspannen sich jetzt die Hamstrings da hinten, die sind verkürzt. Nein, da üben wir noch. Da üben wir noch nach der Sendung. Dann, dann kann man die Ellbogen ablegen. So. Okay. Und das soll ja der Sinn und Zweck sein. So, eine schnelle Übung haben wir noch, die jeder kann. Ischias-Übung noch? Ischias-Übung, weil wir haben entdeckt, warum wir überhaupt Ischias-Schmerzen haben. Ja. Dieses berühmte Syndrom vom Piriformis-Muskel. Ja. Und der verkürzt sich, man weiß nicht warum. Und das haben wir in der Anatomie in Graz mit dem Professor Handerhofer entdeckt, dass der Muskel auf also den Ischias drückt, wenn er dort bereits das Becken verletzt. Die Alena zeigt es schon vor. Ich zeige schon vor, genau. Ein Bein also über das andere. Ausgangsposition ist das gestreckte Bein, das
legt man dann her und gibt es andere, drüber übers so. Knie, ja. Und zieht. Und jetzt dieses Knie zur Brust herziehen. Genau. Und gleichzeitig mit dem Hintern nach unten drücken. Gleichzeitig mit dem Gesäß nach unten drücken. Und erspannt man mit dem Gesäß. Naja, Sie sagen es ja. Sie stellen sich das so einfach vor. Damit sehe ich jetzt den Piriformis. Also, meine Damen und Herren, so kann man 90 werden. Helmut Eigelsreiter und Alena, danke sehr. Dankeschön. Herr Dr. Merin, dieses Bewegen, auch in einer extremen Situation und wenn man Schmerzen hat, ist das grundsätzlich zu empfehlen? Also soll man mit der Bewegung, die so dringend empfohlen wird, auch über Schmerzen gehen? Wenn wir uns was von der heutigen Sendung mitnehmen, ist das eine, ist, dass Bewegung alles ist und wir zu viel sitzen. Und das zweite ist, dass in der Therapie es eine Revolution gegeben hat. Man hat früher gesagt, Pause, Ruhe, nicht bewegen. Heute haben wir völlig andere Modelle und wissen, dass das Gegenteil richtig ist. Die Aktivität in dieser Phase ist entscheidend, dass sogar in der Phase des Schmerzes noch einmal was anderes, wenn ich neurologische Symptome habe, wenn ich Lähmungserscheinungen habe, das klammern wir im Augenblick aus. Ist die Aktivität, ist die Bewegung gezielt unter Anleitung, wissend wie das Richtige, dass ich sogar aus dem Schmerz herauskomme oder die Schmerzphase verkürzen kann. Wirklich ein ganz neuer Weg. Wir werden vielleicht heute noch über das über die Bedeutung multimodale Schmerz reden, aber die Bewegung und die Aktivität sogar in der Phase und nicht so wie früher, bleiben Sie drei Tage im Bett liegen und machen Sie nichts. Ja, Turne bis zur Urne. Herr Dronemeyer, das ist ja durchaus auch Ihr Motto oder das, das Sie Ihren Patienten mitgeben. Viele ältere Leute sagen dann, na ja, aber welchen Sport, ich bin jetzt nicht mehr so gelenkig und kann mich nicht mehr so dehnen wie der Herr Eigelsreiter. Gibt es Sportarten, die gerade für ältere Menschen auch empfohlen sind und die unserem Rücken gut tun? Also grundsätzlich das Spazierengehen, das Nordic Walking mit Unterstützung, das ist eigentlich eine richtige Entlastung für den Körper und gleichzeitig eben Aufbau der Rückenmuskulatur. Das Schwimmen, ganz wichtig, und die Wassergymnastik, weil wenn wir ins Wasser gehen, wird das ganze Körpergewicht um 80% reduziert. Das heißt, ich kann also alle Bewegungen, die ich vielleicht außerhalb des Wassers nicht machen kann, auch machen. Und ich finde, tanzen. Das empfehle ich eigentlich jedem Patienten, zu tanzen, nach Musik locker werden und im Kopf. Es läuft gerade eine neue Staffel Dancing Stars im ORF, aber es scheint, dass Sie auch ein Eintänzer sind. Ja, ich liebe oder? Es. Ja. Stundenlang zu tanzen ist das Beste überhaupt. Okay, gut. Ich danke im Moment für Ihre Informationen. Das sind heute noch die Themen bei uns. Hightech gegen Rückenschmerzen. Wann ist eine OP nötig und sinnvoll? Rücken und Psyche, wenn Trauer und Stress sich auf den Rücken schlagen. Heben, Tragen, Sitzen – die wichtigsten Regeln für einen rückengerechten Alltag. Alle Informationen zu unserer Sendung und weit darüber hinaus können Sie übrigens auch in der aktuellen Nachlese finden. Und heute ab 22.45 Uhr gibt es auch ein Sprechzimmer mit Professor Merin auf ORF3 zu diesem Thema. Aber nicht immer lassen sich Rückenbeschwerden mit Hilfe von gezielten Übungen, wie wir es gerade gesehen haben, in den Griff bekommen. Es gibt einfach bei Patienten oft einen Punkt, an dem sie vor lauter Schmerzen keine Angst mehr vor dem Skalpell haben und wo dann Chirurgen, Orthopäden oder Schmerzmediziner gefragt sind. Mittlerweile stehen der Medizin eine ganze Reihe von Eingriffen zur Verfügung, die den Gequälten Linderung oder sogar Heilung in Aussicht stellen. Darunter sind auch Methoden, die mit kleinen Schnitten oder sogar ganz ohne Messer auskommen. Bleibt die Frage, wann welche Methode Sinn macht? Drei Patienten, drei Leidens und Erfolgsgeschichten. Christian Kugler berichtet. Es gab eine Zeit, da hätte Hermine Beck keinen Cent darauf gewettet, jemals wieder einen Kegel zu treffen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das kann sich keiner vorstellen. Wenn man nicht einmal gescheit aufstehen kann, wenn man dringend aufs Klo muss, Beispiel, du musst schauen, dass du irgendwo anhalten kannst, dass du aufs Klo kommst. Ich wünsche die Schmerzen nicht einmal meinen ärgsten Feind. Nach einem langen, körperlich anstrengenden Berufsleben als Hausbesorgerin und auch wegen einer entzündlichen Darmerkrankung, die zu Osteoporose führte, brachen die Wirbel der Wienerin gleich reihenweise ein. Erst ein operativer Eingriff brachte sie wieder auf die Beine und zurück auf die Kegelbahn. Ja, und ich bin nach der Operation, 4 Stunden, 5 Stunden später, ist der Arzt gekommen und gesagt, sag ich, ja, ich kann nicht am Rücken liegen.
sagt er nur, sie können ruhig schon aufstehen. Und ich war wirklich ohne Schmerzen nachher. Also das war für mich unwahrscheinlich. Ne? Kyphoblastie heißt das. Ich sage immer Zementspritzen dazu. Einfach erklärt, bringt man eine Hohlnadel in den Wirbelkörper ein. Über diese Hohlnadel bringt man dann einen Ballon in den Wirbelkörper. Diesen Ballon bläst man auf und kann damit die Deckplatten, die eingebrochen sind, das heißt die Ober- und Unterkante der Wirbelkörper, anheben, formt eine Höhle. Diese Höhle füllt man mit Zement auf. Ab dem Moment, wo der Zement verfestigt ist, ist der Wirbelkörper wieder belastungsstabil. Die Methode wird seit Jahrzehnten verbessert und braucht jetzt nur noch eine knappe Stunde unter lokaler Betäubung. Wenig Aufwand, viel Effekt. Die ist ein großer Segen, weil mit einem ganz kleinen Aufwand große Verbesserung gespendet werden kann. Das betrifft häufig Frauen im höheren Alter, das heißt typischerweise so ab 60 Jahren. Das hat auch mit den Hormonen zu tun. Eben die hormonelle Situation der Damen ändert sich mit dem Beginn der Menopause. Und damit ist das eben für die Damen viel öfter ein Thema als für die Herren. Die Herren haben meist andere Probleme, die oft mit mangelnder Stabilität in der Wirbelsäule einhergehen. Karl Horneck ist wegen Bandscheibenvorfällen bereits 3-mal operiert worden. Beim letzten Mal dann inklusive Versteifung in der Lendenwirbelsäule. Hier befindet sich offenbar der Carbon-Spacer, der Carbonring, der die Bandscheibe ersetzt. Und die beiden Wirbeln sind dann mit diesen Schrauben miteinander verbunden und fixiert. Die Schmerzfreiheit, die durch diese Stabilisierung wiederhergestellt wird, geht auf Kosten der Mobilität. Pro versteiften Segment fehlen dann etwa 7 Grad Beweglichkeit. Karl Horneck kann jedenfalls dank seiner Schrauben im Rücken und einer Carbon-Bandscheibe jetzt nicht nur im Büro am Ergometer arbeiten, sondern hat sogar begonnen, erfolgreich Triathlon zu sporteln. Trotzdem. Also ich würde keinen die OP empfehlen, der nicht vorher alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Bei mir ist es 3-mal gut gegangen. Ich war eine Woche im Krankenhaus, aber nach 2 Wochen Post-OP war ich eigentlich so gut wie wiederhergestellt. Jetzt jemanden deswegen die OP zu empfehlen, das könnte ich nicht, weil da gehört schon eine gewisse Veranlagung oder vielleicht sportliche Fitness vorher dazu. Jede Operation hat ein gewisses Risiko an Infektion, an Komplikation. Das möchte man vermeiden. Wenn das mit den körpereigenen Mitteln und ohne Operation erzielt werden kann, ist das immer besser als eine Operation. Wir können an sich durchaus sagen, dass die eine oder andere Operation besser nicht durchgeführt worden wäre, denn der Schmerz allein ist kein guter Indikator für die später erfolgreiche Operation. Und insofern ist oftmals es besser, mit minimalinvasiven Verfahren wie der Rückenmarkstimulation zu beginnen und nicht gleich mit der OP. Stichwort Rückenmarksstimulation. Bei dieser Methode wird die Wirbelsäule selbst nicht behandelt, sondern nur die Nervenbahnen. Goran Kulas ist dadurch seit Jahrzehnten erstmals schmerzfrei. Seit meiner Lehrzeit, also jetzt 30 Jahre, habe ich die Schmerzen gehabt. Ja. Ich hatte schon zum Schluss 5 verschiedene Schmerzmittel und das war mir zu viel. Da haben die anderen Organe schon gelitten drunter. Ich habe schon resigniert gehabt. Ja. Ich habe mich damit abgefunden, ich muss damit leben und fertig. Und dann habe ich gehört, ups, da gibt es noch etwas. Frequenz ist Stufe 1 und das ist die maximale Leistung jetzt. Das habe ich immer so eingestellt eigentlich. Ferngesteuerte Schmerzlinderung. Sein chronisch gereizter Ischiasnerv hatte dem Mietwagenchauffeur das Leben zur Hölle gemacht. Bis ihm im Wiener AKH ein solcher Schmerzschrittmacher zur Stimulation des Rückenmarks implantiert wurde. Den ganz genauen Mechanismus, so merkwürdig es ist, kennen wir noch nicht, obwohl das Verfahren seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts angewendet wird. Wir gehen davon aus, dass wir den Weg für die schmerzhaften Reize enger machen. Man kann sich so vorstellen, wir verdrängen die schmerzhaften Reize zugunsten der nicht schmerzhaften Reize, weil das Tor, durch das all diese Nervenbahnen und Nervenerregungen müssen, nur eine bestimmte Weite hat. Warum auch immer, zumindest bei manchen Patienten, wirkt dieser minimalinvasive Eingriff wahre Wunder.
Wunderbar. Ich habe kein Problem. Ich kann praktisch alles machen jetzt. Ich war sogar laufen, also ich kann Sport machen, egal was ich will. Alles Mögliche. Ich fühle mich wie neugeboren praktisch. Und der Herr Kulas und die Frau Beck sind jetzt auch hier bei mir. Frau Beck, wir haben Sie im Film gerade Kegeln gesehen. Hätten Sie das denn selbst für möglich gehalten in der Zeit der argen Schmerzen, dass Sie das je wieder machen werden? Nein, denn hätte ich nicht geglaubt. Ich mag Sie ja ungern in diese Zeit der großen Schmerzen zurückführen, aber können Sie versuchen zu beschreiben, wie diese Schmerzen waren? Furchtbar. Also wie soll ich das beschreiben? Man kann nicht aufstehen gescheit, links, rechts anhalten, gerade dass ich nicht, wie man so schön sagt, auf alle Viere aufs Klo geraxelt bin. Jetzt war bei Ihnen die Ursache eingebrochene Wirbeln durch Osteoporose, die wiederum sich durch eine entzündliche Darmerkrankung ergeben hat. Haben Sie das selber in Zusammenhang gebracht? Haben Sie gewusst, durch diese Darmprobleme, das ist die Ursache meiner Rückenschmerzen? Das hat mein Arzt gesagt, dass das kann sein, dass sich der Crohn auch in den ganzen Gelenken festsetzt. Und wahrscheinlich spielt das alles zusammen. Herr Marin, kann das öfter sein, dass nicht mechanische, sondern organische Ursachen für Rückenschmerzen der Grund sind? Keine Frage, ich würde das gerne nur ganz kurz erklären. Diese entzündliche Darmerkrankung hat zwei Implikationen. Das eine ist, dass die Aufnahme von so wichtigen Dingen wie Vitamin D, Calcium und Phosphor, die für die Knochendichte verantwortlich sind, reduziert wird. Dadurch vermindert sich die Knochendichte und sehr häufig ist bei dieser Erkrankung es notwendig, dass man Cortison gibt. Und dieses Cortison über längere Zeit gegeben, führt auch zu einer Verdünnung der Knochendichte. Aber eigentlich sollte das heutzutage die behandelnden Ärzte wissen und man regelmäßig die Knochendichte messen, um sehr früh mit einer Prophylaxe zu beginnen. Aber um Ihre Frage noch weiter zu beantworten, es gibt viele andere Dinge, die auch eine Rolle spielen. Eine Reihe von Medikamenten, Antidepressiva zum Beispiel, Medikamente gegen die Zuckerkrankheit können das auch, wenn man das über viele Jahre nimmt, machen. Oder manchmal können Rückenschmerzen, da muss man daher vorsichtig sein und ich finde Ihre Frage so wichtig, natürlich auch etwas anderes sein. Es gibt Erkrankungen der Lunge oder Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, auch manchmal Tumore, die sich wochenlang manifestieren mit Rückenschmerzen in der Brustwirbelsäule und die Leute gehen zum Orthopäden und dann kommt man drauf, wenn man eine Untersuchung macht, hoppala, eigentlich hat ein inneres Organ das verursacht. Herr Kulas, bei Ihnen waren es ganz große Ischias-Beschwerden. Was haben Sie denn alles ausprobiert, bevor das dann tatsächlich zu diesem Schmerzschrittmacher gekommen ist? Alles Mögliche, also von Therapien her, Massagen verschiedenen und Übungen und medikamentös auch und... Aber es hat nichts genutzt. Jetzt haben Sie diesen Schmerzschrittmacher. Wie sehr beeinflusst das Ihr Leben? Was geht alles, was geht nicht? Ich habe keine Einschränkungen. Ich kann alles machen jetzt. Sie laufen auch wieder? Ich kann laufen, ja. Ich bin zwar lauffaul, aber ich könnte. Sie könnten laufen, das ist doch auch gut. Herr Grönemeyer, waren es eingebrochene Wirbel, da sind es Ischias-Probleme. Was sind denn so die häufigsten Rückenprobleme, die es gibt? Nicht die Bandscheibe, denn die hat im Gegensatz zu dem, was weit verbreitet ist, eigentlich nur 3% für die Ursache von Rückenschmerzen zu tun. 80% sind Rückenmuskelverspannungen und dann sind noch 10% eigentlich diese kleinen Gelenke, die wir hier vorne sehen, mit denen wir uns eigentlich bewegen. Das sind die Scharniere, die ja gerade unser wunderbarer Vorturner genannt hat, die verrutschen, wenn die Muskulatur nicht stark genug ist. Und dann bildet sich an diesen kleinen Gelenken, an den Scharnieren, eine Arthrose. Und wenn diese Arthrose, wenn die nicht wirklich behandelt werden kann mit Massagen, mit Wärmetherapie, mit Osteopathie oder Manualtherapie, dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man Lokalanästhetika drauf injiziert. Sie gelten ja als Begründer der sogenannten Mikrotherapie und Ihr Motto ist ja auch im Institut, dass von leicht nach schwer behandelt wird. Was ist das Prinzip dieser Mikrotherapie? Also ich habe das in den 80er Jahren erfunden, habe gesagt, also als Radiologe, ich bin Radiologe vom Hause aus, wenn ich und Schisser. Gute Kombination. Ich wollte nie ins Krankenhaus, also ich habe mich vor jeder Operation, wie viele eigentlich immer
gefürchtet und habe gesagt, okay, es muss doch kleiner sein und feiner gehen. Wenn ich da in den Körper reingucke, sehe zum Beispiel so ein Gelenk, dann kann ich doch mit einem kleinen Instrument im Computertomographen beispielsweise auf dieses Gelenk gehen. Und das machen wir heute, entweder indem wir Medikamente hier injizieren oder mit so einer ganz dünnen Hitzesonde den kleinen Nerven hier drauf veröden. Ich weiß gar nicht, ob man die gut sehen kann, so dünn ist das. Also ja. Das ist eine ganz, ganz feine Schumnadel. Ja, unsere Instrumente sind, und das war für mich eben der Begriff Mikrotherapie, dadurch auch prägend für mich, dass wir sagen, wir arbeiten mit Instrumenten von 0,1 mm bis 2,5 mm. Mhm. Das heißt, der dünnste Laser, mit dem wir auch zum Beispiel in die Bandscheibe gehen, ist 0,1 mm groß. Das dünnste Endoskop, mit dem wir da reingucken, ist 0,4 mm groß. Mhm. Das heißt, wir sehen alles im Computertomographen durch den Körper und dann nochmal mit der Endoskopie auf den Körper. So können wir eigentlich auch in die Bandscheibe reingehen, so können wir auch in den Knochen reingehen. Ja. Und beispielsweise im Knochen Zemente injizieren, haben wir gesehen. Ja. Das haben wir auch Ende der 80er Jahre entwickelt. Oder Tumore zum Beispiel mit der Hitzesonde auch verödet. Und der Vorteil ist, das sind Eingriffe, die keinen Krankenhausaufenthalt unbedingt bedingen. Also das wird auch ambulant gemacht. Ich kämpfe für die ambulante Medizin, möglichst nicht ins Krankenhaus, möglichst mit dem Hausarzt, mit den niedergelassenen Kollegen zusammen, mit dem Osteopathen und dem Physiotherapeuten, damit dann sofort die Therapie weitergeht, nämlich der Stabilisierung der Muskulatur, das Aufbau der Muskulatur, die Dehnung, die wir gesehen haben und dann das Sporttraining. Ich würde gerne nur einen Satz bestätigen. Wir operieren zu früh und zu schnell und es geht mit diesen Methoden viel besser und die Zukunft der Medizin ist ambulant. Viel weniger ins Spital. Ich finde, das ist die Therapie. Herr Dr. Merin, wir beide bringen heute 5 Bandscheibenvorfälle in die Sendung mit ein. 2 davon gehen auf Ihr Konto, aber ohne Operation. Aber ohne Operation bei Ihnen. Wie haben Sie es hingekriegt, dass Sie heute wieder vollkommen beschwerdefrei sind? Am Anfang habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Denn weil ich dachte, ich bin unabkömmlich im AKH, habe ich mir in der Früh und am Abend Infusionen angehängt, damit ich normal arbeiten gehen kann. Irgendwann habe ich gedacht, so dumm bist du normalerweise nicht und habe begriffen, dass die Therapie multimodal sein muss. Man hat mir damals beide Male vorgeschlagen, du wärst ein Kandidat für die Operation. Mhm. Und ich habe dann auch so wie der Herr Eigensleiter gedacht, na so schnell gebe ich nicht auf. Und habe dann wirklich durch multimodale Schmerztherapie und konsequentes... Multimodal heißt was? Das heißt auch, das ist die zweite Revolution, die ich heute Abend verkünde. Ja. Früher haben wir einfach gesagt, da ist der Schmerz, hier ist das Schmerzmittel. Vielleicht noch eine Massage. Heute wissen wir, und Sie haben das so schön am Anfang gesagt, das beginnt bei der Halswirbelsäule, dass man den Zahnarzt in das Team mit einbindet, dann hat man die Physiotherapeutin, dann hat man jene Spezialisten für physikalische Medizin. Ich rufe jemanden, der sich mit Ergonomie auskennt. Wie schaut mein Autositz aus? Wie schaut mein Arbeitsplatz aus? Wie hoch ist mein Sessel? Wie hoch ist mein Schreibtisch? Wie sitze ich? Dann habe ich den Masseur, den Chiropraktiker, den Orthopäden, den Neurologen. Man setzt sich zusammen, denn eines muss verhindert werden. Das Problem des chronischen Schmerzes. Das ist das größte Dilemma, dem sich die Medizin gegenüber sieht. Wir haben ein Schmerzgedächtnis. Wenn wir einmal über mehrere Monate Schmerzen haben, bleibt es. Und bei geringstem Anlass wird es abgerufen. Daher muss das Ziel sein, früh intervenieren, damit es gar nicht zu der Situation kommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging in der akuten Phase. Mir ging es ähnlich wie der Frau Beck. Ich wäre am liebsten auf allen Vieren gegangen. Und was man in dieser akuten Phase tun kann, da darf ich Sie bitten, die Herren kurz mit mir mitzukommen. Herr Grönemeyer, das wäre... Einmal die erste Frage. Wie gesagt, man würde dann am liebsten, wenn Sie sich bitte daher kurz stellen für die Kameras, man würde am liebsten auf allen Vieren gehen. Richtig wäre aber das Lagern, die richtige Lagerung. Wie schaut die aus? Ja, am besten, also wenn man wirklich... Bitte von der Seite. Ja, wenn man wirklich Rückenschmerzen hat und kann sich im Grunde nicht mehr bewegen, ist eigentlich die Lagerung mit rechtwinkligem Abwinkeln des Beines unheimlich gut. Es braucht nicht ganz so hoch sein, man kann sich auch 1 oder 2 Koffer ins Bett legen und eigentlich in dieser Form liegen bleiben. Man kann aber auch in sich auf die Seite legen, genau so, und ein Kissen nehmen und dieses Kissen zwischen die beiden Knie legen, um einfach in dieser Embryostellung eigentlich eine Entspannung der Muskulatur im Rücken und auch des Iliopsoases und des Ischiases bringt eine Entlastung, eine Entlastung des Rückens. Ich liege zwar wahnsinnig gern zu Ihren Füßen, aber so gern damit auch nicht.
Schmerzmittel, Sie haben es gerade angesprochen. Da gibt es natürlich jetzt alle Möglichkeiten an Schmerzsalben, an Schmerzpulvern, an Infusionen, die angeboten werden. Wann ist das richtig und wie lang soll man die einsetzen? Ich habe da eine sehr kritische Haltung. Ich bin der Meinung, dass man bei Schmerzmitteln, die man muss unterscheiden, einige Medikamente sind stärker schmerzstillend, ja, andere entzündungshemmend. Sehr oft ist eine reaktive Entzündung vorhanden im Gewebe. Daher ist eine Kombination sinnvoll und zwar rasch und am Anfang. Das ist wie mit der Migräne. Viele Leute warten zu lange, der Schmerz steigt und dann erst ist man bereit, das zu nehmen. Aus lauter Angst, die Medikamente könnten Furchtbares anrichten. Es ist besser, früher zu intervenieren, weil der Schmerzpegel nicht so hoch wird. Entzündungshemmend, schmerzstillend, ja. Ergänzend meistens mit Wärme in dieser Phase und wie wir gesagt haben, noch einmal die Botschaft von heute Abend, Bewegung. Bisschen bewegen, auch wenn es unter Kontrolle. Ja. Wo ich etwas skeptischer bin, ist mit den ganzen Salben. Mhm. Es gibt ganz neue Studien, das ist bei oberflächlichen Dingungen, Verstauchungen, Prellung ist ganz gut. Wenn ich ein größeres Problem habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Salbe, die ich am Rücken auftrage, wirklich ganz in die Tiefe geht, nicht so groß. Das heißt, ergänzend ja, nur die Erwartung sozusagen realistisch halten und nicht überschätzen, was die Salbe betrifft. Es gibt ja dann viele Pflaster oder auch Wärmeflaschen, die alle auf Wärme, teilweise ganz heftiger Wärme basieren, andere aber auch Coolbags. Ist das jetzt individuell, ob man Kälte oder Wärme anwendet? Also in der akuten Phase lieber erstmal versuchen mit Kälte beispielsweise. Ich bin ein Fan davon, wenn man es mal zeigt. Also jeder sollte so einen Tennisball haben vom Hund, aber dann auswaschen, bitte kochen und dann eigentlich massieren. Also das ist eine Faszientherapie, die jeder kann. Da muss man auch erstmal nicht zum Arzt gehen. Das kann man wunderbar im Büro zu zweit machen auch. Ja. Ja. Ich bin auch der Meinung, Salben nur dann, wenn sie wirklich in die Tiefe gehen. Deswegen Wärmesalbe ruhig probieren, aber dann einen Wickel drumherum machen mit feuchter Wärme. Trinkt nämlich die Salbe besser an der Oberfläche. Dankeschön den Herrn für den Moment. Ich darf ganz kurz zu den Physiotherapeuten sausen. Multimodale Therapie haben wir gehört. Das heißt, alle Fachkräfte packen mit an. Da gehören die Fachärzte dazu, da gehört der Hausarzt dazu, da gehören die Masseure und Masseurinnen dazu und die Physiotherapeuten. Sie sind die Präsidentin der Physiotherapeuten in Österreich. Frau Schlegel, Physiotherapeuten bieten ja dann auch oft andere Therapien noch an. Faszientherapie, Osteopathie, Kraniosakrale. Wo weiß der Patient, was für seine Rückenschmerzen gut tut? Also es gibt viele verschiedene Konzepte, die angeboten werden, das ist richtig. Es gibt Konzepte, wo man weiß, die helfen besser, welche die helfen weniger besser. Es kommt immer aufs Gesamtpaket an und auch auf den Patienten als Individuum. Und im Regelfall entscheidet der oder die Therapeutin aus dem Portfolio der Maßnahmen, die im Rahmen der Physiotherapie zur Verfügung stehen, in Absprache, wenn notwendig, mit dem behandelten Arzt auch, was für den Patienten gut passt. Natürlich legt man mit dem Patienten auch ein Ziel fest in der Therapie und klärt ihn auf. Also Aufklärung darüber, was wirksam ist, wo sogenannte Evidenz, also Nachweis der Wirksamkeit vorhanden ist, ist ein wesentlicher Faktor auch für die Stärkung des Bewusstseins der Bevölkerung, würde ich sagen. Also miteinander reden. Genau. Dankeschön auch heute, dass Sie mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen reden. Es ist schon einige Male heute gefallen, der größte Feind Ihres Rückens, das ist das viele Sitzen. Es heißt eben heute so schön, Sitzen ist das neue Rauchen, um die Dimension dieser Gesundheitsgefährdung deutlich zu machen. Und da ist wirklich was dran. Denn mit dieser ständigen rechtwinkeligen Fixierung schaden wir unserem ganzen Körper und vor allem dem Rücken. Die gute Nachricht, wir haben jeden Tag x-mal die Gelegenheit, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ich habe mich ausgerüstet mit Expertentipps, rückenschonend durch einen Tag bewegt und war verblüfft, wie einfach man dem Rücken Gutes tun kann. Hier ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mein Tagebuch. Ein guter Tag für den Rücken beginnt schon unmittelbar nach dem Aufwachen. Ideal sind ein paar Übungen für die Lendenwirbelsäule. Schließlich trägt sie in den nächsten Stunden die Hauptlast des Körpers. Es ist ehrlicherweise nicht dasselbe, wie sich jetzt noch einmal umdrehen und ein bisschen weiter schlunzen. Aber es ist gut für den Rücken. Und man steht ganz anders auf. Nächste Station, Zähne putzen einmal anders. Dabei wachen auch die kleinen Muskeln an der Wirbelsäule auf. Der Zahnarzt würde jetzt wahrscheinlich sagen, konzentrieren Sie sich aufs Zähnerücken. Aber Zähne oder Rücken, um alles kann ich mich nicht kümmern. Okay, ich bin manchmal grantig in der Früh, vor allem vor dem ersten Kaffee.
Nein, so geht das nicht. Den Morgen begrüßen. Den Kaffee kann man auch im Stehen nehmen. Es geht um Haltung, schon in der Früh. Hausarbeit jeder Art ist ziemlich anstrengend für den Rücken. Frauen wissen das besser als Männer. Effektive Ausgleichsübungen brauchen zum Glück nur ein paar Sekunden. So aushängen. Es sind kleine Kinder, wenn man die beobachtet, die können stundenlang so sitzen und wir verlernen das irgendwann. Ich habe wieder gemerkt, wie gut das dem unteren Rücken tut. Mit den Knien darf man es nicht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Die Handtasche hingegen kann wirklich mörderisch für den Rücken sein. Die dicke, fette, schwere Frauenhandtasche, das ist bekanntlich ein Frauenleiden. Immer über die Schulter tragen ist ganz schlecht und führt ganz sicher zu Verspannungen und Rückenschmerzen. Am besten auf einen Rucksack umsteigen. Da gibt es sehr hübsche, sehr gute. Wenn das nicht funktioniert, dann nicht immer über die Schulter tragen. Übrigens, ich muss in der Früh oft den Rückspiegel neu einstellen. Ganz einfach deshalb, weil ich 2 bis 3 Zentimeter größer bin als am Abend. Die Bandscheiben haben sich über Nacht erholt und sind gut gefüllt mit Flüssigkeit. Apropos Auto. Ehrlich gesagt, das mache ich nie, das hat mir der Regisseur gesagt. Aber wir machen das jetzt. Wir suchen, hier wären zum Beispiel lauter Parkplätze, die ich jetzt einfach rechts liegen lasse. Und wir suchen einen weiten, damit wir dann Bewegung in unseren Alltag einbauen. So, aber den nehmen wir jetzt. Umdrehen ist gleich ein bisschen Gymnastik. Für die Halswirbelsäule. Auch wenn es nur der Regisseur gesagt hat, es ist wahr, jeder Meter, der nicht im Auto zurückgelegt wird, ist ein Segen für den Rücken. Gelenke und Muskel, die bewegt werden, anstatt im Sitzen fixiert zu sein, neigen einfach weniger zu Schmerzen und Verspannungen. Ich besuche eine Firma, die das im Büroalltag konsequent umsetzt. Hallo? Kaffeepause am Badisch oder eine Art Sitzung im Stehen? Ja, eine Art Sitzung im Stehen, wenn man es möchte, ja. Das ist ganz angenehm, weil man ja den ganzen Tag über sowieso sitzt und ganz angenehm, wenn man dann eine andere Haltung annimmt. Und die Leute kommen dann schneller zum Punkt. Die Büros hier sind eine Art Wellness-Center für Muskeln und Skelett. Eingerichtet von der Physiotherapeutin. Ja, grüß Gott, Frau Stöckl. Grüß Gott, Frau Benesch. Halten Sie jetzt bei uns? Ja, es ist so eindrucksvoll, das Paradies am Bildschirm und hier kein Arbeitsplatz, sondern ein Spielplatz. Das stimmt, haben Sie sich schon vertraut gemacht? Ja, lauter, es scheint wie Spielereien, aber es sind tolle, tolle Gimmicks, die ihr da habt. Und diese Hightech-Maus? Das ist die ergonomische Maus, die besonders gut ist, weil der Unterarm, die Unterarmknochen parallel liegen und ich sie nicht wie bei der herkömmlichen Maus verdrehen muss. Und dadurch entlastet das mehr den Unterarm und das Handgelenk. Und genauso ist das bei der ergonomischen Tastatur, wo das Handgelenk schön gerade liegt und nicht abgeknickt wird. Auch den Computer können Sie verstellen, den Bildschirm. Was ist das? Es sollte so sein, dass Sie auf die Oberkante leicht nach unten schauen. Wir wissen von Studien, dass in Österreich ca. 1/3 aller Mitarbeiter in Unternehmen da sind, körperlich anwesend sind, aber nicht ihre volle Leistung bringen, weil sie eben irgendwelche Arten von Beschwerden, wie zum Beispiel Schulterbeschwerden und Nackenbeschwerden haben. Auch der beste Arbeitsplatz verlangt nach Pausen für Ausgleichsübungen. Ich lerne, dass selbst ganz simple Bewegungen extrem effektiv für den Rücken sind. Versuchen Sie, jede Übung so 1,5 Minuten zu machen. In Summe sind das täglich nur ein paar Minuten, die den entscheidenden Unterschied machen. Übrigens auch für das Unternehmen. Es muss nicht der Mitarbeiter gleich ausfallen, weil wir gehen nicht alle gleich in den Krankenstand. Wir gehen natürlich mit Beschwerden arbeiten, aber ich bin ein komplett anderer Mensch, als wenn ich durch Ausgleichsübungen frei bin, locker bin und keine Beschwerden habe. Ich darf am Nachmittag dann sogar auf einer Matte arbeiten, die einen moosbewachsenen Waldboden simuliert. Der kleine Luxus für zwischendurch. Insgesamt spart das Unternehmen durch reduzierte Krankenstände und erhöhte Arbeitsleistung allerdings mehr ein, als solche Hilfsmittel kosten. Im Prinzip ist ein höhenverstellbarer Tisch sicher für jedes Unternehmen leistbar. Der Sessel muss ergonomisch sein und der Mitarbeiter muss ihn richtig einstellen. Das ist eigentlich essentiell. Grundsätzlich kann man sagen, dass ein ergonomischer Arbeitsplatz billiger ist im Prinzip, als man denkt. Der Rest ist bekannt und mein Rücken hat den Urlaubstag wirklich genossen. Der Tag war echt lang und ich bin wirklich müde. Jetzt ist es eine große Versuchung, den Lift zu nehmen. Aber gerade jetzt nehme ich die Stiegen.
Ich gestehe alles, ich habe dann den Lift genommen. Welche Kleinigkeiten man im Büroalltag jetzt tatsächlich berücksichtigen kann, das weiß die Physiotherapeutin Barbara Benesch. Wir haben gehört, Sitzen ist so schlecht, aber was macht man, wenn man einen sitzenden Beruf hat? Gibt es sowas wie ein richtiges Sitzen? Ja, das gibt's schon. Und das schaut so aus, dass die Füße guten Bodenkontakt haben, dass sie ihre Beine hüftbreit öffnen, dass sie weder im Hohlkreuz noch im Rundrücken sitzen, ihre Wirbelsäule sanft nach oben ziehen, die Schultern an die Seite bringen und den Kopf nicht nach vorne verlagern, sondern schön in Körperlot einordnen. Das wäre das optimale Sitzen. Es gibt ja ganz viele verschiedene ergonomische Möbel, Büromöbel, die angeboten werden. Macht das denn auch immer alles Sinn? Für wen ist das richtig? Also ist so ein Sitzball wirklich gut, wenn man da den ganzen Tag drauf sitzt? Nein, also ich denke, jedes dieser Sitzmöbel hat sicher seine ergonomischen Vorteile, aber man muss individuell ausprobieren, was für einen selber angenehm ist, weil es kann jedes Sitzmöbel auch etwas überfordernd wirken oder anstrengend wirken. Zum Beispiel diesen Kniestuhl, den man sieht. Ja, die waren eine Zeit lang so modisch. Es gibt ja auch ergonomische Moden. Der entlastet mir zwar meine Lendenwirbelsäule, aber ich würde ihn nicht unbedingt verwenden, wenn ich jetzt mit meinen Knien Probleme hätte. Ja, der ist super. Da kann man sich so vorlehnen. Ja, das ist total angenehm. Es entlastet total den Rücken. Aber das Wichtigste, und Sie haben es ja angedeutet, ist überhaupt nicht die ganze Zeit sitzen, sondern die Körperhaltungen wechseln. Also zwischendurch auch aufstehen. Und da gilt es im Büroalltag einfach auch neue Rituale und Gewohnheiten zu schaffen. Also zum Beispiel, dass ich einfach mir angewöhne, die Mails beantworte ich immer am Stehtisch. Ja, das ist ganz einfach. Der Laptop steht am Stehtisch und ich weiß, wenn ein Mail zu beantworten ist, dann wird gestanden. Also es wäre einfach wirklich sinnvoll, sich gedankliche Anker zu setzen, die mich daran erinnern. Oder so, wie Sie es jetzt angesprochen haben, jedes Mal, wenn ein Mail kommt, richte ich mich zum Beispiel auf. Jedes Mal, wenn ich von der Toilette komme, mache ich nachher eine Ausgleichsübung zum Beispiel. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, ich habe aber keinen Platz für einen Stehtisch, man kann hier auf dem Büroregal einfach mit einem Brett sich auch einen Arbeitsplatz schaffen, Laptop, wo man sagt, im Stehen. Und viele Firmen machen mittlerweile keine Sitzungen mehr, so wie es ja früher hieß, sondern Stehungen. Ja? Und natürlich gibt es ergonomische Möbel, die das alles in einem können. Per Knopfdruck kann man den Sitzarbeitsplatz in den Steharbeitsplatz verwandeln. Genau. Also wer sich das leisten will und leisten kann, das ist jetzt nicht mehr allzu teuer, solche Möbel anzuschaffen, die auch höhenverstellbar sind und wo man sowohl sitzen als auch stehen kann. Aber wichtig ist eben auch die Übungen zwischendurch. Also zum Beispiel beim Stehen könnten wir gleich ausprobieren, dass Sie sich einmal schön aufrecht hinstellen. Heißt, Sie orientieren Ihre Steißbeinspitze ein bisschen Richtung Boden. Ja. Drehen hier in den Hüften leicht nach außen. Dann spüren Sie da seitlich am Popo so ein bisschen einen Spannungsimpuls. Jetzt wird der Hüftbeugermuskel schon einmal gestreckt, der ja beim Sitzen immer in dieser verkürzten Position ist. Und dann gehen wir hoch auf die Zehenspitzen. Wir machen uns ganz groß und lang und sinken dann kontrolliert wieder auf die Fersen. Wir bewegen unsere Sprunggelenke wie Scharniere auf und ab, kräftigen die Beinmuskulatur, fördern die Venenpumpe, die bessere Durchblutung der Beinmuskulatur und kräftigen auch das Fußlängsgewölbe. Ich habe da gleich auch eine Frage für zwischendurch. Und zwar schreibt die Frau Elfriede Battig-Sedelmeier: Mein Problem, ich weiblich, ursprünglich 1,65 Meter, 59 Kilo, bin in den letzten Jahren 3 cm geschrumpft, könnten meine Rücken- und Kreuzschmerzen davon herrühren? Sie melden sich besonders stark bei Tätigkeiten wie zum Beispiel beim Staubsaugen. Was kann ich anders machen? Haben Sie einen Tipp für Sie? Beim Staubsaugen wäre es wichtig zu schauen, dass man mal den Stiel etwas verlängert. Häufig ist der zu kurz eingestellt und wir saugen dann mit relativ rundem Rücken unter den Tischen durch. Also den Stiel verlängern und dann das Gewicht aus den Beinen heraus verteilen und ich lasse meinen Rücken gerade. Das heißt, ich habe belaste meine Bandscheiben gleichmäßig. Und im Sitzen gibt es auch noch meine Lieblingsübung. Im Sitzen eine schöne Übung, wo vielleicht gleich alle mitmachen können. Ja. Wir geben die Arme nach oben und Sie stellen sich vor, Sie holen abwechselnd einmal mit dem rechten und einmal mit dem linken Arm einen Stern vom Himmel. Strecken sich ganz lange nach oben, machen Ihre seitliche Körperpartie lang. Und wenn Sie den rechten Arm nach oben strecken, dann bleibt Ihre rechte Popohälfte fest am Sessel, auf der Unterlage verankert und genauso auf der anderen Seite. Super, danke schön. Danke. Und der Herr Grönemeyer, Sie haben auch noch eine schnelle Übung für den Alltag, oder? Ja, erstens den Betsy-Ball. Ich finde den im Büro fantastisch, wenn man zwischendurch den auch wechselt. Und hier unten im Becken eigentlich in der Bewegung bleibt beim Sitzen. Weil da werden die Muskeln der unteren Lendenwirbelsäule aufgebaut und das Iliosakralgelenk gelockert. Oder wenn man sich ärgert, wenn man gemobbt wird, wenn man sich falsch behandelt fühlt, auch im Beruf, dann aufstehen und das Gefühl haben,
man muss jetzt diesen Ärger, diesen Stress, der einen ganz verspannt ist, loswerden. Und dann stellt man sich auf die Stelle, fängt an zu trappeln. Trappeln Sie immer alle mit, bitte, hier um Raum und tritt immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und auf einmal ist der Stress weg. Ja, Stress Kopf frei. Wunderbar. Wunderbar, super. Es gibt aber jetzt auch, und darum geht es jetzt, berufliche Tätigkeiten, die sehr belastend sind, weil sie einfach auch in außergewöhnlichen Körperhaltungen passieren müssen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie, aber auch Maler und Anstreicher der Bauarbeiter, die über Kopf arbeiten. Und da begrüße ich jetzt den Herrn Goppel ganz herzlich. Sie haben mitgebracht eine Entwicklung der Forschung. 7 Jahre Forschung stecken in diesem Hilfsmittel, einem sogenannten Paixo, also sozusagen ein Skelett, das man sich wie in einen Rucksack anzieht. Sie werden, für welche beruflichen Tätigkeiten ist das hilfreich? Ja, zunächst mal für alle, in denen Sie über Kopf arbeiten, über Schulter arbeiten. Denken Sie an den Toningenieur hier vielleicht. Denken Sie an die Automobilindustrie, wo in der Endmontage die Karosserien immer noch hauptsächlich mit der Hand zusammen montiert werden. Denken Sie aber auch an die Baubranche. Installateur, Heizung, Trockenbau. In Österreich haben wir einen Holzverschalungsexperten, Doka, einer unserer Kunden hier, der das bereits einsetzt. Also sehr viele, viele Berufsbilder, in denen über Kopf gearbeitet wird. Und das Gute ist jetzt nicht, man schaut ja nicht jetzt aus wie ein Engel auf ewig, sondern man kann sich mit dem ganz normal bewegen. Und wenn man aber jetzt über Kopf arbeitet, dann ist die Wirkungsweise wie? Stellen Sie sich vor, Sie sind im Schwimmbad, vorhin wurde Wassergymnastik genannt, von Herrn Grönemeyer, so ist die Wirkung. Ab 60 Grad beginnen Sie, die unterstützende Wirkung zu fühlen. Ja. Bei 90 Grad ist sie maximal. Sie spüren, dass die Arme schwerelos sind im Prinzip. Sie können nicht 100 Kilo deshalb stemmen. Ja. Aber es unterstützt Sie. Es entlastet Ihren Schultergürtel. Und gleichzeitig haben Sie optimale Bewegungsfreiheit, können Zeitung lesen, können sich aber auch in den Sessel setzen und sind in keinster Weise eingeschränkt. Sie können auch gerne turnen damit. Also die moderne Forschung hilft uns da mittlerweile weiter und für den unterschiedlichsten Berufsalltag. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bin also für die Tätigkeit als Moderatorin optimal gerüstet. Aber wieder zurück vielleicht zu den Lasten, die viele Menschen in ihrem Beruf zu tragen haben, zu den ganz anderen Lasten. Herr Merin, Übergewicht, ein großes Thema. Wir glauben immer, Ernährung, das hat mit unserer Wirbelsäule nichts zu tun, ist aber nicht so. Das muss die alles tragen. Ja, das ist nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch das andere große Thema in Österreich, die Arthrose, die Abnutzung der Hüftgelenke, der Kniegelenke, die ja im Älterwerden viele Menschen erleben, hat natürlich sehr viel mit dem Gewicht zu tun. Und abgesehen davon, je höher mein Körpergewicht ist, umso unwahrscheinlicher wird es wieder, dass ich reichlich Bewegung mache, Sport mache und ausmache. Und damit habe ich einen Teufelskreis, dass das eine das andere sozusagen noch verstärkt. Und daher gibt es diesen klaren Zusammenhang. Und der Herr Grönemeyer hat das vorher natürlich erzählt. Ein Großteil des Gewichtes lastet das, wenn ich jetzt wenn ich 20 Kilo mehr wiege, dann ist natürlich der Druck hier auch ein ganz anderer. Herr Grönemeyer, das Trinken spielt auch eine Rolle. Die Bandscheiben haben es ganz gern, wenn man ihnen viel Flüssigkeit gibt. Ja klar, und da gibt es auch eine wunderbare Übung wieder. Ja, also um die Bandscheibe zu ernähren, brauchen wir 1,5 Liter bis 2 Liter, der ganze Körper braucht das. Und wenn Sie sich alle mal vorstellen, Sie haben jetzt hier 0,75 Liter Wasser in der Flasche und hier auch. Und setzen sich mal alle so hin, bitte. Und jetzt machen Sie eine Drehung nach links. Jetzt entspannen Sie die kleine Rückenmuskulatur in der Mitte und gleichzeitig trainieren Sie sie auch. Beim Zurückkommen trinken Sie einen Schluck, bitte. Dann machen Sie gleiche Bewegung zur anderen Seite, trinken wieder einen Schluck. Und das machen Sie so lange am Tag, immer wieder, bis 1,5 Liter Wasser in Ihrem Körper ist. Und Sie werden nie Probleme mit den Bandscheiben haben. Und Sie werden die Bandscheiben damit lockern und auch den gesamten Körper viel mehr Wasser anbringen. Und mit der Niere. Und die Niere durchbluten. Die mag's auch. Also, ab morgen, ne? Vitamin D, Calcium heißt das immer für die Knochengesundheit. Für wen ist das wichtig und gilt das auch für die Wirbelsäule? Da würde ich gerne ein bisschen der Euphorie, dass jeder jetzt Vitamin D nimmt, weil man damit jung und unsterblich wird, die würde ich gerne ein bisschen bremsen. Mhm. Wenn wir eine durchschnittliche österreichische Kost, die gemischt ist, zu uns nehmen und keine Erkrankung des Magen-Darm-Traktes haben, nehmen wir eigentlich, wenn wir Milchprodukte und Obst und Gemüse essen, genügend Calcium, Phosphor und auch Vitamin D auf, das ja mit der Sonneneinstrahlung dann auch bei uns gebildet wird. Daher empfehle ich wirklich, das nur zu nehmen, wenn ich nachweislich einen Mangel habe, den man im Labor in einer Blutabnahme feststellen kann,
oder eine Erkrankung im Sinne der Osteoporose, die wir heute angesprochen haben, wo das zwei wesentliche Bausteine sind, um die Festigkeit des Knochens zu verstärken. Und noch etwas Wichtiges, nicht Vitamin D alleine nehmen, sondern wenn man Vitamin D nimmt, noch einmal Calcium und Phosphor, weil es sind drei Bausteine, die die Knochendichte beeinflussen. Und vielleicht auch, weil wir vorher etwas über das Übergewicht gesprochen haben, ein wesentlicher Punkt. Wir stellen fest, dass unsere Kinder, die mehr Fastfood und Softdrinks zu sich nehmen, in der Jugend eine geringere Knochendichte aufbauen, als es noch Generationen vorher gemacht haben. Das heißt, die Ernährung spielt auch für unsere Kinder eine Rolle, denn wir erreichen eine maximale Knochendichte. Und wenn die geringer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Mädchen früher eine Osteoporose bekomme, größer. Dazu gibt es aber auch noch die Limonaden oder Kohle. Die sind Räuber, die sind Calcium-Phosphor-Räuber, die machen den Knochen kaputt. Deswegen, wenn ihr das trinkt, bitte danach diese Übung machen, 1,5 Liter bewegen. Durchspülen sozusagen. Durchspülen. Durchspülen. Ja. Der Händenacken ist zu Beginn der Sendung heute schon gefallen, zählt heute ja auch zur Lebensweise, zum Lebensstil, muss man sagen. Es fällt einem ja gar nicht auf, ne? Also wenn man in der U-Bahn fährt oder sonst wie, im Restaurant sieht man es mittlerweile auch, Menschen, die sich anschweigen und alle aufs Handy schauen. Das verspannt die Nackenmuskulatur, worauf sollte man achten? Ja, den Kopf gerade halten. Also wenn man den Kopf nur 10 Grad neigt, hat man sofort eine Last von 10 Kilo. Wenn man noch weiter runter neigt, sie lasten hier auf dem Nacken 26 Kilo. Jetzt stellen Sie sich mal alle vor, 26 Kilo hier oben, auch schon als junger Mensch. Das heißt, ich komme gar nicht mehr raus aus der Verspannung. Und wenn das ganze Leben ist, und das Robert-Koch-Institut in Berlin hat herausgefunden, dass junge Menschen vor allen Dingen 4 Stunden am Tag am Handy sitzen, am iPad sitzen und nach unten sich bewegen. Das heißt, der Buckel kommt bestimmt, wenn man nichts dagegen tut. Ich hätte einen Vorschlag. Wir sollten wirklich beginnen, in den Kindergärten und in den Volksschulen noch mehr nicht nur die Bewegung quantitativ zu steigern, sondern auch auf solche Dinge in der Bewegung einzugehen. Ganz wirklich. Ja, und zwischendurch weg. Am besten schwimmen gehen. Im Schwimmbad braucht man kein Handy, kann man auch nicht unter Wasser telefonieren. Das ist das Beste überhaupt. Sie sind heute auch ein freier Mensch. Sie haben am Weg zu uns das Handy im Taxi vergessen. Genau. Also insofern, wer immer es findet, möge alle Anrufe von Herrn Dr. Grönemeyer beantworten. Danke für den Moment. Einiges haben wir schon besprochen und das sehen Sie heute noch. Wenn die Seele schreit, warum Rückenschmerzen oft psychische Ursachen haben. Aktiv gegen Rückenschmerzen, was tun bei Bandscheibenvorfall, Ischias und Hexenschuss? Trainieren wie ein Astronaut, wie man mit Hightech den Rücken stärken kann. Der Volksmund weiß schon lange um das Zusammenspiel von Rücken und Seele. Wir sollen anderen den Rücken frei halten, Rückgrat beweisen und manchmal sitzt uns die Angst im Nacken. Und außerdem hat ja wohl jeder sein Binkerl, wie es auf gut Wienerisch heißt, mitbekommen und muss es tragen. Die ständige Erreichbarkeit, das Tempo, Druck und Stress sind zusätzliche Faktoren, bis einfach alles zu viel wird. Und dann sind quälende Rückenschmerzen oft die Folge, die auf Dauer wiederum einen seelischen Teufelskreis aktivieren. Hier sind zwei Menschen, die sich damit gut auskennen. Diese Band heißt Kreuzweh. Das Weh kommt von den Ärzten, die hier mitspielen, und das Kreuz von Bischof Bünker, der nicht nur für die unsterbliche Seele zuständig ist, sondern auch selbst schon einen Bandscheibenvorfall durchlitten hat. Es gibt sicher diesen engen Zusammenhang zwischen dem seelischen Wohlbefinden und dem körperlichen, leiblichen Heilsein und Gesundsein. In der christlichen, in der biblischen Tradition spricht man vom Heilsein, eine ganzheitliche Vorstellung, beides zusammenzusehen, das eine das andere verstärken zu lassen und nicht im Weg zu stehen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Schlagzeugspielen ist für den Bischof pure ganzheitliche Entspannung. Für Marie-Christine Giuliani sind es ihre Pferde. Weil sie etwas Kraftvolles haben, ohne etwas zu fordern. Sie wollen nichts von dir. Sie sind sanft, sie sind liebevoll, sie sind voller Kraft, aber da ist nichts Bedrohliches, nichts Böses und nichts Forderndes. Für mich ist Herkommen und da rummurksen und diese Pferde um mich zu haben, es ist glückselig machende Meditation. Vor einigen Jahren allerdings war für die ehemalige TV-Lady an das Besteigen eines Pferdes nicht zu denken. Der Klassiker Bandscheibe L5 S1 hat einfach angefangen mit dauernden Kreuzschmerzen. Einmal, kann ich mich noch genau erinnern, habe ich mir gebückt,
Einkäufe hochgehoben, weil es die Supermarktkasse bezahlt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, wie wenn irgendwer so ein Schwert in den Rücken reingefahren ist. Es war wie so ein, wie wenn ich mit einem Beil umgefallen bin. Es war mir fürchterlich peinlich. Also das Gefühl auch der Peinlichkeit ist auch noch immer drinnen. Ich kann nicht mehr, ich falle auf einmal um, wieso ist das so? Also da kommt dann noch die Scham dazu, was ja eigentlich komplett verrückt ist. Eigentlich nicht, denn die psychische Reaktion auf ein körperliches Ereignis ist ebenso normal wie die körperliche Reaktion auf psychischen Stress, der uns den Kopf einziehen lässt und den Rücken schützend hart macht. Rückenmuskulatur und Gehirn stehen in ständigem Kontakt miteinander und schaukeln die Beschwerden immer weiter auf. Immer weiter und weiter. Das heißt, dein ganzer Körper bekommt einmal Probleme, weil sich die Muskeln verspannen. Ja, das wirkt sich dann überall aus. Und gleichzeitig, wenn du immer diese Körperhaltung einnimmst, ist das eine Rückmeldung über deine emotionale Ebene auf deine Psyche, dass es dir nicht gut geht. Das heißt, du entwickelst dann auch negative Gedanken. Deine Haltung hat wahnsinnig viel damit zu tun, auch wie du dann denkst und wie du dich selber wahrnimmst. Und jedes Mal, wenn irgendwas ist, was dich belastet, zack, hast du da unten wieder weh. Und dann kriegst du Panikattacken, du kriegst Angst, ja, weil du musst ja erst wieder Vertrauen in deinen Körper kriegen. Dieser Gedanke, Moment, mein Körper hat mich im Stich gelassen, wann wird er das wieder tun? Das ist ja dann die Psychoebene. Das ist ja ganz ein enormer Faktor. Das kostet dich Energie und Lebenszeit ohne Ende, Vertrauen in dich selbst aufzubauen. Die Rückenschmerzen waren, wie bei vielen Menschen im mittleren Lebensalter, wohl auch bei der damals knapp 50-Jährigen, das Symptom für ein völlig aus der Balance geratenes Leben. Dann habe ich erst einmal wieder mal nach außen geschaut, was da eigentlich läuft und bin natürlich draufgekommen, ich war in der falschen Beziehung und im falschen Leben. Und dann ist das noch irgendwo, hat sich aufgelöst. Und das war der nächste Schock und Schreck, ja, weil wir halten uns ja alle wahnsinnig fest an diesem Konzept Familie und so geht's und es gibt nichts danach, kein Leben danach. So weit zu kommen, dass ich es als Chance erkenne und nicht nur als Drama und Krise, ja, das dauert. Nach ihrer Fernsehkarriere hat die Moderatorin eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Sie will Menschen helfen, ihre seelischen und körperlichen Probleme als Einheit zu erkennen und loszulassen. Und wenn man etwas losgelassen hat, dann ist es auch so, dass die Schultern wieder herabsinken, dass man wieder frei atmen kann, dass die Brust sich wieder nach vorne öffnet. Und im Moment ist auch dieser Stress, diese Stressmechanik weg. Man ist nicht mehr so unterwegs, sondern man ist so unterwegs. Man öffnet sich wieder für die Welt. Sie selbst erlebt diese Öffnung besonders intensiv am Rücken eines Pferdes. Und wenn man das wirklich versucht, sich da hineinzufühlen, dann ist mir das jetzt schon ein paar Mal geglückt, nicht oft, aber das ist wahnsinnig schön, dass der Körper komplett auslässt und auf einmal merkst du, deine Muskeln haben ausgelassen und dein Herz wird ganz frei und du hast ein unglaubliches Glücksgefühl, weil du spürst, wie es ist, wenn du loslässt. Das ist ein Wahnsinn. Man muss dafür nicht unbedingt am Pferd sitzen. Schlagzeug geht auch. Es ist selbstverständlich für mich eine Möglichkeit der Entspannung, herunterzukommen aus dem Stress des Alltags, mit anderen Menschen beisammen zu sein, etwas ganz anderes zu machen, um das, was ich normalerweise mache, auch immer anders machen zu können. Mein Kreuzweh ist durch die Band Kreuzweh viel besser geworden. Herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Bischof Günther und natürlich an dich, Marie-Christine, langjährige Kollegin und jetzt im neuen beruflichen Leben Psychotherapeutin. Mit welchen Beschwerden wenden sich denn Klienten und Klientinnen an dich? Sind das so die Klassiker? Liebeskummer, private Probleme, berufliche Probleme. Und auf den ersten Blick stellt man keinen Zusammenhang zu den Rückenschmerzen her. Oh doch, den stelle ich schon. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es kommen viele Menschen mit den Themen, die du sagst, vollkommen richtig, aber eben auch wirklich mit Schmerzen. Also mit Schmerzen und Schmerzen, muss man mal dazu sagen, ist ja etwas, was man nicht sehen kann, was man auch nicht mit einer bildgebenden Diagnostik feststellen kann. Das kann man nur behutsam in der Kommunikation versuchen herauszuarbeiten und man muss sie unbedingt wertschätzen. Weil es ist ganz schwierig, lange, lange Jahre Schmerzen zu haben. Ich habe das gehabt, Schmerzen ohne Ende. Ich konnte mich nicht bewegen. Es ist ganz schwierig, in seinem Umfeld dann auch ertragen zu werden. Am Anfang tut man allen leid, aber irgendwann einmal wird es einfach... Wir müssen immer hören. Das will keiner mehr hören. Man selber kann sich nicht mehr aushalten. Das ist das Schlimme daran.
Also ich habe auch viele Menschen mit Schmerzen, die kommen. Und was ich dann tue als Psychotherapeut, logischerweise, also ich schaue mir die biopsychosoziale Ebene an. Also es gibt keine Krankheit, die nicht psychosomatisch ist. Schau mal, dass der Patient zu einem Arzt überwiesen wird, dass man schaut auf der körperlichen Ebene, was da los ist. Und dass man schaut auf der sozialen Ebene, was da los ist. Und dann eben auch auf der psychischen Ebene. Und ich muss da ein bisschen bösartig sein, aber ich fand es fast symptomatisch, dass der Herr Dr. Merin mir beschrieben hat, was multimodal ist, nämlich der Blumenstrauß an Therapiemöglichkeiten, genau die Psychotherapie weggelassen hat. Da kann er dann später was dazu sagen. Aber vielleicht, Herr Dr. Grönemeyer, an Sie gleich die Frage, wie wichtig das ist, jeder Arzt, nämlich egal welcher Fachrichtung, einen Patienten fragt, wie geht's Ihnen, welche Last tragen Sie im Moment, um dann zu hören und die Probleme zu klären? Ich glaube, die entscheidende Frage ist eigentlich, wie gehen Sie selbst eigentlich mit Ihrer Erkrankung um? Was belastet Sie? Und da kommt man nämlich ganz schnell weg vom Körperlichen, man kommt zur psychischen Last. Und ich hatte am Anfang gesagt, 80% des Rückenschmerzes sind Muskelverspannungen und die kommen ganz häufig durch den Druck. Den Druck am Arbeitsplatz, den Druck zu Hause, ein geliebter Mensch ist von dann gegangen oder geht gerade oder am Arbeitsplatz wird man gemobbt und schon geht man in eine Verteidigungsposition und die Muskeln verspannen sich. Deswegen habe ich auch diese Übung gezeigt, wie man vielleicht so ein bisschen rauskommen kann. Das fehlt in der Medizin. Guckt man in die alten Kulturen hinein, da war der Medizinmann, die Kräuterfrau, die Heiler in der Welt, die waren immer Psychosomatiker. Die haben immer und auch psychosozial. Natürlich. In der Gemeinschaft aktiv. Die haben nicht den Körper von der Psyche getrennt, wie unsere Medizin das leider heute macht. Deswegen hat Ihre Berufsgruppe jetzt zum Teil auch sehr schwer, weil wir sehr stark körperorientiert behandeln. Auf der somatischen Ebene sind, ja. Und wir müssen wieder dazu kommen, beides zu sehen. Und wir müssen als Ärzte jeder Fachdisziplin eben auch begreifen, dass wir auch Seelenarzt sind, dass wir Seelsorger auch. Aber ich glaube, es wäre ja jetzt auch zu übertrieben zu sagen, jeder, der Rückenschmerzen hat, soll eine Psychotherapie machen. Wir haben ja schon gehört, es geht ganz viel um Lebensstil, es geht darum, sich zu bewegen und. Aber wie findet man die Balance? Wie hast du selber gemerkt? Also die Balance bei Menschen, die kommen und die Schmerzen haben. Und Psychotherapie ist sehr wohl sinnvoll bei Menschen, die auf der biologischen Ebene Probleme haben. Weil, wie gesagt, dieses biopsychosoziale System, dieses Dreidimensionale immer Faktum ist. Ja. Was passiert, wenn jemand kommt oder wenn ein Mensch sagt, so wie ich, es mir passiert ist, ich habe wahnsinnige Schmerzen, mir geht's schlecht. Man muss einmal schauen, warum geht es mir schlecht, was mache ich schon ganz, ganz lange, was ich eigentlich nicht möchte, was ich im Prinzip weiß, grauenvoll, jetzt muss ich da schon wieder hin und trotzdem tue ich's. Also einmal wirklich screenen und sondieren, was passt nicht in meinem Leben. Was und sich das auch eingestehen. Genau. Also zu sagen, ja, Beziehung passt eigentlich nicht mehr, das ist ja viel. Man weiß es aber nur es darf ja nicht sein. Man versucht ja immer alles zu ertragen. Das ist ja das Schöne. Gibt es Ihrer Erfahrung nach zwischen Frauen und Männern einen Unterschied? Ist bei Frauen da eine größere Bereitschaft, eine größere Offenheit da, sich diesem Thema zuzuwenden? Wenn man statistisch im Moment guckt, haben 40% der Menschen Rückenschmerzen in diesem Moment. Und Frauen gehen häufiger zum Arzt. Das könnte man ja sagen, du Weichei. Nein, Frauen kümmern sich viel mehr um sich selbst. Sie nehmen es ernst. Sie sagen, lieber erst mal jemanden hören, der mir Hilfe gibt, anstatt wie die Männer zu sagen, durchhalten, durchhalten. Und wenn es dann ganz viel zu spät ist, sagen die, operieren. Und da wollen die nichts anderes mehr hören. Aber wir kümmern uns auch um euch. Ja, ihr kümmert euch wunderbar um uns. Aber die Männer nehmen das häufig nicht an. Und ihr seid eigentlich diejenigen, die einfach viel fürsorglicher für euch selbst seid und auch für uns Männer. Aber was war dann eigentlich entscheidend? So wann, du hast gesagt, die Krise auch als Chance sehen. Absolut. Wann die Rückenprobleme und der Leidensdruck, ohne meinen Leidensdruck würde ich nicht hier sitzen und würde nicht als Psychotherapeut hier dir was erzählen können, chancenlos, weil das war ein Teil meines Weges. Und wollte das nur komplettieren, was passiert, das eine Ursachen erkennen, das zweite ist so wahnsinnig wichtig, das war für mich so wichtig, ja. Was will ich denn wieder machen können, wenn ich keine Schmerzen mehr habe? Das Ziel setzen, ja. Was will ich? Will ich mein Enkelkind wieder schupfen können? Will ich einen Marathon laufen oder was habe ich vor? Und das dritte ist dann, und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Nämlich das Erkennen, es geht nur über die Eigenverantwortung. Ich muss selber herausfinden, was für mich an Therapiemöglichkeiten passt und wie ich es angehe. Das ist der Punkt. Und da gehört unbedingt Psychotherapie dazu.
Deswegen muss auch das Gespräch ganz anders entlohnt werden in der Zukunft. Nicht nach 2 Minuten ist man raus aus dem Gespräch mit dem Arzt, sondern wir müssen viel mehr Zeit geben. Ihr habt es als Psychotherapeuten, aber wir eben nicht. Sie haben schon angesprochen, und in Ihrem Buch, aktuellen Buch Weltmedizin, beschreiben Sie auch den Weg auf zu einer ganzheitlichen Heilkunst, dass eben Bereiche wie Tai Chi, wie Qigong, wie Yoga, Meditation eine ganz große Rolle spielen. Gerade wenn wir jetzt auch von Rückenschmerzen reden, wir haben vom Druck, vom Stress, von der Last im Alltag gesprochen, geht es einfach darum, einfach auch sich zu entspannen, sich Gutes zu tun, sich eine Massage zu können, Gesundheit auch als Wohlbefinden zu sehen. Wir müssen uns wieder mehr selbst kennenlernen. Also nicht die Verantwortung abgeben, sondern selbst kennenlernen. Und da finde ich eigentlich aus den Kulturen, ob das jetzt das Tai Chi ist oder ob es das Yoga aus Indien ist oder ob es das auch Capoeira, die Kampftechnik der Brasilianer ist, überall hat das was mit Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit zu tun. Und mir geht es eigentlich in meinem Buch darum, eigentlich die Kontroverse zwischen traditionellen Heilweisen und Schulmedizin aufzuheben und sagen, Mensch, lernt doch voneinander, von leicht nach schwer. Fang mit den wenigen an, mit Hausmitteln, mit Möglichkeiten des Yogas. Ich freue mich darüber, dass die Yoga-Bewegung weltweit so zunimmt. Das ist eine wunderbare Prävention, hilft aber auch unter Anleitung, eben auch Rückenschmerzen anzugehen. Nur einen Bandscheibenvorfall sollte man nicht haben. Deswegen so wichtig, den Arzt auch dazwischen zu haben. Ja. Aber wir haben auf der anderen Seite Meditation. Sie haben das gerade angesprochen, ja, die Möglichkeit, einfach Ruhe zu finden. Ich bin nicht jemand persönlich, der das Om mag oder so. Ich kann das gar nicht. Aber wenn ich im Wald gehe, gut durchatme, mich freue an der Natur und so, dann ist das auch Meditation. Oder wenn ich nur einfach in die Luft starre, Langeweile ist auch was Wunderbares. Oder auf dem Rücken der Pferde. Oder auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Rücken der Pferde, was hast du von den Pferden gelernt? Was machen die, wenn sie Kreuzweh haben? Wenn Pferde Kreuzweh haben, also ich bin da sehr achtsam. Ich reite meine Pferde oft nicht, damit sie es ja nie kriegen. Ich weiß, wie furchtbar das ist, also das geht bei mir gar nicht. Wenn Pferde Kreuzweh haben, brauchst du einen guten Tierarzt. Ja. Den hast du zu Hause. Schaut ganz gut aus. Ich danke ganz herzlich. Bete nicht um eine leichtere Last, sondern um einen stärkeren Rücken. Das sind Worte der heiligen Teresa von Avila. Und ich habe tatsächlich gebetet. Denn für den nächsten Filmbeitrag habe ich einiges durchgestanden. Physiotherapeut Roman Ballesitz zeigte mir durchaus effektive Methoden bei nicht akuten Rückenproblemen, Methoden, die es aber auch in sich haben. Und ich habe auch welche aufgesucht, die man von keinem Therapeuten verordnet bekommt. Im oberösterreichischen Mühlviertel gibt es nicht nur viel schöne Gegend, sondern auch die ultimative Lösung für Rückenschmerzen, erzählt zumindest der Volksmund. Das ist die Buckelwehlucken in St. Thomas am Blasenstein im Mühlviertel. Das sind zwei riesige Granitsteine. Man hat den Eindruck, dass die aneinander gelehnt sind, aber in Wirklichkeit führt da ein Spalt durch, eine Lucken. Und wenn man von Ost nach West durchschlüpft, dann werden einem nicht nur alle Sünden und alle Sorgen, sondern wenn man ja früher gesagt hat, dass das zusammenhängt, auch alles Leid erlassen, alle Weh, vor allem der Kreuzweh. Wenn man durchkommt. Die Wirbelsäule von Carlo Schöbel erzählt eine ganz andere Geschichte. Sie klingt so. Was da ganz genau war, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurückdenken, weil es wirklich auf gut Deutsch schier war. Ja? Und ich habe mich natürlich in den Rücken gebogen und bin ein kräftiger Kerl. Natürlich geht man dann drüber, über die Rückenbiegung. Und da sind mir 5 Wirbel herausgesprungen. Und zwar während einer Vorstellung. Was folgt, kennen viele Rückenpatienten. Höllische Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Zwangspause, Behandlungen, immer noch Schmerzen. Selbst für einen trainierten Artisten mit von Kindheit an erlernter Selbstdisziplin ist das schwer zu ertragen. Es gab auch Punkte, wo ich wirklich sage, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Ja? Ich habe solche Schmerzen gehabt, dass ich sage, mir sticht jemand mit dem Skalpell das Bein auf. Weil das eben so extrem, und das geht wortwörtlich, wie die Bandscheibe auch ist, sie geht auf die Nerven. Ja? Und ich wollte dann auch nicht mehr da sein und nicht mehr existieren, weil es wirklich so extrem war. Carlo Schöbel ist Akrobat mit Leib und Seele. Seit seinem 5. Lebensjahr steht er auf der Bühne, unter anderem jener des Cirque du Soleil. Rückenschmerzen sind für ihn eine existenzielle Katastrophe.
Was ich vermitteln will, ist, dass es einen Weg gibt. Es gibt einen Weg. Ja? Weil es waren sehr viele Ärzte, die gesagt haben, na, sie können das vergessen. Sie werden mir jetzt zementieren oder sie komplett verschrauben und dann ist aus. Also das habe ich zu hören bekommen, ja, und nicht von einem nur. Und da habe ich wirklich gedacht, na, das gibt's nicht. Nach einem minimalinvasiven Eingriff bei einem italienischen Spezialisten begann der schmerzgeplagte Künstler seine Rückenmuskulatur mit speziellen Methoden beim Physiotherapeuten aufzubauen und krisensicher zu machen. Wenn man das Röntgenbild von Carlo sieht und man ist Therapeut, wartet man drauf, bis einer anleitet und man muss ja einen Mineralstein einführen. Und das war dann halt ein langer, langer, steiniger Weg für einen Carlos, dass er da wieder zurückkommt. Heute steht der 30-Jährige wieder auf der Bühne. Ich folge seinen Spuren. Schließlich habe ich auch ein hübsches Röntgenbild. Naja, die Stöckli ist eine echte Patientin. Und da sieht man jetzt genau, um was es geht. Aber wir therapieren keine Befunde, sondern Symptome. Und vor allem Menschen. Ich lerne in den nächsten Stunden viel Neues kennen. Darunter manches, das ich lieber nicht gekannt hätte. Das ist mein Lieblingsmuskel, der rechteckige Lendenwirbelsäulenmuskel, der Quadratus lumborum. Ja, aber ist das mein Lieblingsmuskel auch? Ja, weil das ist der Hexenschussmuskel. Also auf Deutsch heißt der Hexenschussmuskel. Das ist der, der verkrampft und nicht mehr loslässt beim Hexenschuss. Bitte loslassen. Holzlöffel im Rücken sind schlimm genug. Aber es kommt schlimmer. Ich sage jedem Patienten, das ist jetzt wirklich das Schmerzhafteste, was du je erlebt hast. Die meisten glauben es nicht, aber danach dafür. Jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt die Idee. Ja, genau. Und wir werden merken, in Kürze stellt sich da die Durchblutung. Du ziehst mir wirklich das Fell über die Ohren. Ja. Über die Ohren. Und wenn man jetzt da schaut, dann ist da richtig, richtig Durchblutung. Also viel mehr geht nicht mehr. Ja. Ja, es ist heftig. Ja, man muss es mit dem Patienten besprechen. Ja. Aber ja, es ist auch eine extreme Wirkung. Und das ist das, was ich bin ein Verfechter von einem richtigen manuellen Reiz, weil der Körper nur auf Reize reagiert. So gereizt und durchblutet war mein Rücken noch nie. Zeit für Instabilitäten aller Art. Okay, und drüben hinschauen und draufdrücken. Super, genau. So. Aber warum zittert das so? Weil du noch zu langsam ansteuerst. Merke, die kräftigsten Rückenmuskeln nützen nichts, wenn die Koordination nicht passt. Und dazu braucht man viele kleine reaktionsschnelle Muskeln zwischen den Wirbeln und am ganzen Körper. Diese Maschine ist eine Art Indoor-Eislaufplatz und hilft beim Ansteuern. Im Leben suchen wir ja alle an sich immer Stabilität, aber um den Rücken zu trainieren, sind Instabilitäten gefragt, oder? Absolut. Eigentlich ist so das Geheimnis, das Geheimrezept, Instabilitäten zu trainieren, damit ich dann stabil werde. Die richtig große Maschine steht dann im Garten und wurde von der NASA für das Astronautentraining entwickelt. Therapeutische Schwerelosigkeit. Durch das viele Sitzen im Alltag, im Auto, im Büro und wo auch überall, verlernen die Leute das Ansteuern und haben gar nicht mehr die Kraft, im Rumpf aufrecht zu bleiben. Das werden alle immer buckelter. Und jetzt das neue Patientengut sind auch die Handy-User, die nur mehr aufs Handy schauen und nur mehr buckler durch die Gegend gehen. Und das gibt schon ein richtiges Patientenklientel davon. Es ist total entspannend. Ich glaube, man kriegt ein bisschen einen roten Kopf. Und ja, wo ist da am Hinstellen, weiß ich auch noch nicht. Aber es tut gut, es tut gut. Und die Schwerkraft ist ein Hund. Die Buckelwelucken übrigens auch. Und wenn man noch keine Kreuzweh hat, dann kriegt man es da. Und der Volksmund sagt auch, wenn es nichts nutzt, dann schaut es nichts. Also ich finde, bei aller Bescheidenheit, diesen Applaus habe ich mir wirklich einmal verdient. Aber sparen Sie sich einen Applaus auch für diesen Mann. Es ist also vieles möglich, was man sich, und das ist die gute Nachricht, in schmerzvollen Zeiten nicht einmal ansatzweise vorstellen kann. Carlos Schöbel, der Akrobat, ist jetzt bei uns zu Gast. Sehen Sie, was der heute wieder machen kann. In diesem Fall
zur Nachahmung nicht empfohlen. Also ich persönlich kriege schon Rückenschmerzen vom Zuschauen, aber das Eindrucksvolle ist ja wirklich, dass die Ärztinnen gesagt haben, sie werden ihren Beruf nie wieder ausüben können. Und durch das entsprechende Training, durch Übungen, durch den Ausgleich, der so wichtig ist, selbst wenn man solchen Spitzensport betreibt, ist es heute wieder möglich. Ja, das stimmt. Also jetzt bin ich auch drauf gekommen, dass es so wichtig ist. Und ja, es ist so wichtig wie in jeder anderer Bürojob. Ich mache zu viel, ich brauche meinen Ausgleich und der andere sitzt zu viel im Büro. Arbeitet auch, aber er braucht auch den Ausgleich. Ne? Sie kommen aus einer Artistenfamilie, es waren schon die Eltern, die Großelterngeneration, alle Artisten. Das heißt, Sie haben auch die entsprechende Disziplin schon von klein auf mitbekommen, die es braucht, um das in Balance zu halten. Ja, nicht nur die Balance, das harte Training und so weiter und so fort. Es ist halt, man wächst da auf, man bekommt den Beruf in die Wiege gelegt. Ja, und man imitiert, was Eltern, Familie und so machen. Und dadurch ist es auf spielerische Art zur Disziplin hineingeschlüpft. Also, tut's weh? Nein, es tut nicht weh. Aber danach. Nein, aber es tut nicht in dem Sinne jetzt weh. Ja? Man hat sich das ja langsam aufgebaut. Das wird ja nicht auf Ach und Krach in den Spagat gedrückt. Ja, es baut sich auf, ja. Und Sie wissen, was Sie tun müssen und wie Sie trainieren müssen. Ja. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Und welche Übungen Ihnen auch geholfen haben, um diesen Beruf wieder ausführen zu können? Roman Balesitz begrüße ich jetzt ganz herzlich. Hallo. Wir haben es im Film schon kurz gezeigt, es geht um Instabilitäten, die so wichtig sind, um die tiefliegende Rückenmuskulatur zu trainieren. Warum ist das so effektiv und so wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil ich muss zuerst einmal rund um die Wirbelsäule alles anspannen, damit ich dann die Kraft mit den großen Muskeln anbringen kann. Wobei mir ist wichtig, dass man versteht, dass es nicht nur die Kraft ist, die ist zwar wichtig, aber nicht das Wichtigste. Ich habe 140 Kilo Prügeln gehabt, mit Rückenschmerzen und Tränen in die Augen und die haben wirklich 340 Kilo gehoben vom Boden, also ja. Kraft-Dreikämpfer. Und da kann es dann nicht nur in der Kraft liegen. Und mit solchen Übungen haben wir die dann wieder... Nein, nicht mit solchen Übungen. Mit solchen Übungen. So kompliziert muss es nicht sein. Ja. Die wichtige Botschaft. Und der Carlo Schöbel zeigt uns das natürlich auf sehr artistische Weise, ist es einfach, dass es darum geht, die Balance zu suchen. Eine Slackline ist eine gute Möglichkeit dafür. Aber wem das zu anspruchsvoll ist, der kann zu Hause ein Handtuch nehmen, auf das er sich stellt. Allein das ist schon ein instabiler Untergrund. Und es reicht schon, dass man da mal versucht, die Balance zu finden, gerade für Menschen, die sich vielleicht schon ein bisschen schwerer tun, die Balance zu halten. Wichtig ist, dass der Therapeut dem Patienten sagt, wo ist sein Niveau, was kann er machen. Es darf nicht so schwer sein, weil dann ist er überfordert und dann macht er es nicht. Es darf aber auch nicht so leicht sein, weil sonst geht einfach nichts weiter. Ja. Also ein guter Schmäh ist bei einem Koordinationstraining oder sensomotorischen Training, wenn ich von 10 Mal so 2-3 Mal scheitere, aber prinzipiell schon den Erfolg habe und mich verbessere. No! Ja, bitte? Sensationell, ja? Da! Übung. Das lasse ich aus. Das lasse ich dem Akrobaten.
Aber mit Hilfe, Herr Schöbel, bitte um Hilfe, geht's, das diese Wackelbretter, die man ja auch bekommt, die sind auch besonders geeignet, da jetzt die Balance ganz zu suchen genau. Also und zu finden. Da geht es jetzt darum, zuerst die Balance halten, dann mache ich so ein paar Damenknicksel. Was ist ein Damenknicksel? Na, so eine Mini-Kniebeuge, also einfach ein bisschen in die Knie gehen, sodass ich mal das ganze Gerät spüren lerne. Mhm. Wenn ich nur auf der Kante aufkomme, ist es zu leicht. Und wenn ich jetzt da stehe und das interessiert mich nicht mehr, ist es... Ja. Ja. Das ist ganz schön anspruchsvoll. Herr Höfling, Sie können das. Sie beherrschen das? Beherrschen. Ja, weil Sie tun es. Und Sie tun es dauernd und Sie tun es beim Fernsehen. Ganz einfach, oder? Ja, ein bisschen anders ist meins, aber... Ich helfe Ihnen, oder geht's ohne? Sie haben mit diesem Training ja auch eine Operation verhindern können. Ja. Wie war das bei Ihnen? Wie war das bei mir? Ich sollte operiert werden, hat mir dann der Orthopäde gesagt. Hatte aber Glück, weil der Orthopäde im Urlaub war. Und der Neurochirurg hat sich dann meine RM angeschaut und hat mir dann erklärt, ich glaube, also bei meinem Fall muss nicht operiert werden. Mhm. Er hat mir das aufgezeichnet und er hat mir gesagt, ich kenne da eine gute Physiotherapeutin und die hat mich dann eigentlich wieder mobil gemacht und ich mache täglich... sagen Sie es nochmal, ich helfe Ihnen. Wir helfen uns gegenseitig. Übungen, sondern auch am Boden Übungen. Ja. Und damit kann ich wieder so 8-mal am Tag in der Woche Tennis spielen. Na bitte. Das ist nicht schlecht. Ich fahre wieder eine Woche Ski und habe keine Rückenprobleme. Ja, danke schön. Danke sehr, dass Sie da sind. Gut auch... Ein Trampolin, nur nicht um hier jetzt athletisch große Sprünge und Salti zu schlagen, sondern um ganz leise Bewegungen zu machen, die einfach diese tief liegende Rückenmuskulatur trainieren. Genau. Beim Trampolin geht es mir eigentlich nicht darum, dass man jetzt einen Salto kann oder sonst was, sondern dass man ökonomisch wieder lernt, die Muskulatur anspannen. Mhm. Das heißt, der Muskel muss anspannen, so viel wie ich ihn brauche, aber nicht zu viel, aber auch nicht komplett nachlassen. Und ein Trampolin ist ein super Tool, dass ich mit dem wieder anfange, dass ich wieder Vertrauen bekomme. Ich halte ein bisschen an Schwung aus. Mhm. Ich spanne nur das an, was notwendig ist. Weil oft ist es so, wie wir gehört haben, 80% Muskeln, das kann ich unterschreiben, dass es einfach zu hart ist, der Tonus, die Spannung. Und wichtig, für die Rückenschmerzen oder vielmehr gegen die Rückenschmerzen, braucht man auch die Bauchmuskulatur. Ganz genau, natürlich, ja, sicher. Man sagt ja, wenn es hinten wehtut, muss man vorne aufhören, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber natürlich, das gehört alles, muss alles in Balance sein. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Was das, Carlo, und das ist jetzt ein zweites Thema, das wir noch ganz kurz ansprechen können. Hier zeigt sie sogenannte Faszienrollen, die man mittlerweile ja auch im Supermarkt bekommt. Genau. Ist das so einfach für jeden zu... Naja, also gut ist schon, wenn man sich mal einmal erklären lässt von einem Therapeuten oder Trainer, dass man genau weiß, wo man rollt, also dass man nicht jetzt unbedingt über die Kniescheibe drüber rollt, also dass man wirklich die Muskulatur hernimmt. Und man kann damit schon kleine Wehwehchen auch selber machen, natürlich unter Anleitung zuerst, aber es ist jetzt keine Hexerei, dass ich jetzt das in meiner Sporttasche habe oder zu Hause in der Früh mal über die verspannten Muskeln drüber rolle. Das ist eine ganz gute Geschichte. Ich sage lieber Massagerolle dazu, so Selbstmassagerolle, Selbsthilfe. Das funktioniert eigentlich ganz super und kostet nicht viel Geld. Also Massage überhaupt ein wichtiges Thema, oder? Prinzipiell ja, man muss nur aufpassen, wenn man, früher hat man gern massiert beim Bandscheibenvorfall, dann hat man zu viel Tonus weggenommen, zu viel Spannung und dann ist es eher schlechter geworden. Also die Massage selber höre ich nicht so gern, da gibt es schon gezieltere. Nicht im akuten Fall, aber sonst... Naja, wenn ich bin und lasse mich gemütlich massieren, das ist schon was Angenehmes. Ja, das glaube ich auch. Ja. Diese Tapes wollen wir noch ansprechen, die gibt es in allen Farben, auch schon in Supermärkten und überall zu kaufen. Ja. Man sieht dann überall die Menschen mit bunten Tapes beklebt. Ja. Wann macht das Sinn? Also da möchte ich ein bisschen ausholen, weil das Tape ist jetzt so ein bisschen verschrieben, es nimmt keine Schmerzen weg, um Gottes Willen, nicht tapen. Dafür ist das Tape in meinen Augen auch nicht gedacht. Wenn ich ein Tape anbringe, habe ich mal mehr Körperwahrnehmung. Das heißt, ich klebe es auf die Haut, ich spüre mehr. Das ist mal für mich die wichtigste Wirkung. Und dann gibt es halt verschiedene Arten. Wenn ich sage, ich habe ein Memory-Tape, ein Erinnerungstape, das mich erinnert, aufrechter zu bleiben, natürlich ist es nicht das Wundermittel, aber es hilft mir mal, eine aufrechte Position zu haben. Wenn ich jetzt da umgeknöchelt bin und ich stabilisiere meinen Knöchel, dann ist das auch die Wirkung. Aber jetzt zu glauben, das Tape nimmt mir Schmerzen weg, das ist jetzt nicht ganz richtig. Die Farbenlehre selber, an die kann man glauben, kann man nicht glauben. Ich bin jetzt nicht so ein Verfechter davon, mir ist die Farbe relativ egal. Ich will, dass es manuell wirkt. Dass es manuell wirkt. Ein Wort noch zu den Reizen, die ich ja kennengelernt habe, um das mal so zu sagen. Da gibt es auch solche Dornenmatten. Ja. Das ist recht schmerzhaft, wenn man sich da drauflegt. Für wen macht das Sinn?
Muss man sich auch wieder anschauen. Also prinzipiell ist es so ein altes russisches Mittel, ja. Also das tut richtig weh. Ja. Und so eine Idee, die ist zwar nicht jetzt wissenschaftlich basiert, ist, dass man so den Schmerz halt übertaucht und dass man einen künstlichen Schmerz, eine künstliche Wunde simuliert und der Körper alle seine Verteidigungsmechanismen. Mhm. Das ist so ein Erklärungsmodell. Wie weit das stimmt, weiß man nicht. In dem Fall würde ich sagen, probiert es mal aus, legt es euch drauf. Ja. Und dann schaut, ob ihr dann mit den Rückenschmerzen besser seid. Ich finde, das ist ein würdiges Präsent für die Professoren, oder? Die Dornenmatte bringe ich gleich Ihnen. Dankeschön, ja. Die beiden Herren. Danke, Carlo Schönwald. Danke, ja. Roman Ballesitz. Schau ganz kurz zu den Telefonen, Herr Grubhofer. Was tut sich an den Telefonen? Was sind so die Fragen unserer Zuschauer? Also es ist sehr spannend. Obwohl ich schon lange Physiotherapeut bin, kommen auch neue Fragen. Ja. Was mich sehr freut als Physiotherapeut ist, dass Bewegung als Schlüssel zum Erfolg gesehen wird. Das freut uns, weil das auch ganz klar die internationalen Richtlinien widerspiegelt. Wir wissen, dass Training und Bewegung langfristig das Einzige ist, was etwas bringt. Und ein großes Thema, auch von vielen angesprochen, ist, dass Medizin teuer ist. Dass Ihnen das auch wichtig ist, dass das angesprochen wird. Und ich glaube, hier ist langfristig die Politik gefragt, wie es da weitergeht. Mhm. Dankeschön. Ein paar Fragen gehen sich noch aus, dass ich sie mit Ihnen besprechen darf. Komme ich gleich zu Ihnen. Hier eine Frage gleich, Herr Dr. Meyrin, an Sie. Die Dornenmatte dann zum Abschluss, oder? Da legen Sie sich dann drauf. Nein, das macht der Professor Grönemeyer. Er macht der Professor Grönemeyer, gut. Er liegt schon drauf. Es schreibt uns Frau Helga aus Wien, dass sie über Jahre hinweg fast täglich Kopfschmerzen hatte, die von der Halswirbelsäule ausgegangen sind. Seit sie täglich Waldspaziergänge macht, regelmäßig fastet und den Job gewechselt hat, hat sie keine Beschwerden mehr. Gut. Lebensstil zu überdenken, in sich hineinhören, was ihnen gut tut und was nicht, kann man Rückenschmerzen auch als Chance sehen. Sind wir ein bisschen bei der Psyche? Sind wir bei der Psyche, trifft sehr viele zu, ist richtig. Ich glaube, dass wir Körper, Geist und Seele nicht voneinander trennen sollen. Aber wichtig ist mir, moderne und gute Medizin, für die ich stehe, heißt individualisiert. Jeder Mensch ist einzigartig. Daher gibt es keine Therapie, die allen hilft, sondern ich muss jedes Mal auf den Menschen einzeln eingehen und dann ein Therapiekonzept erstellen, das genau individuell ist. Mhm. Herr Dr. Grönemeyer, Herr Andreas schreibt, dass er vor 2 Jahren eine Bandscheibenoperation an der Halswirbelsäule hatte und nun einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Ob es da eventuell einen Zusammenhang geben kann? Ja, das haben eigentlich die Osteopathen, die Physiotherapeuten, die auch Osteopathie anwenden und sich da schlau gemacht haben, schon sehr früh erkannt. Ja, es ist, kommt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, die Osteopathie, und wird heute immer mehr angewandt. Wir haben einen Zusammenhang zwischen Becken und Halswirbelsäule. Die Wirbelsäule ist ja ein elastisches System, und wenn wir eine Blockade unten haben, kann es oben blockieren und umgekehrt. Deswegen ist der Osteopath der nächste richtige Ansprechpartner in solchen Fällen. Mhm. Schützt regelmäßiges Krafttraining automatisch vor Kreuzschmerzen oder kann man da was falsch machen? Ich würde sagen, wichtig ist einmal, das haben wir heute mehrfach gehört, Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur. Und ich würde gerne noch einmal wir sitzen zu viel, etwas ergänzen. Es muss eine Kombination sein. Das eine ist Krafttraining, aber Krafttraining alleine ist bei weitem nicht ausreichend. Wir brauchen noch das Dehnen und das Scratchen. Wir brauchen, so wie jetzt gerade von Ihnen gezeigt, ganz wichtig, die koordinativen Fähigkeiten. Nur einfach an die Maschine zu gehen und zu glauben, ich mache jetzt 100-mal die gleiche Übung und habe mehr Muskeln, heißt nicht. Und wir brauchen auch, was das andere betrifft, Ausdauer. Das heißt, es sind eigentlich diese 4, die man in einem schönen, sage ich, Gleichgewicht machen sollte, damit man genau das erreicht. Aber die Muskulatur ist sowohl für den Nacken als auch für den Lendenwirbelbereich ganz entscheidend, aber vorne und hinten. Das heißt, hier ist gezieltes Training unter Anleitung am Anfang von jemandem, der einem das erklärt, wie es geht, sicher zielführend. Mhm. Und ganz wichtig, den. Das habe ich gesagt, genau. Ganz kurze Antwort, weil wir sind schon am Ende. Wir haben heute oftmals ältere Menschen angesprochen. Ja. Viele schreiben auch, ist es nicht wichtig, schon bei den Kindern zu beginnen und zu schauen, dass die schon diese Bewegungsmomente in ihrem Alltag haben, damit es dann später erst gar nicht passiert. Wir haben gesagt, so viele junge Gesichter heute bei uns im Publikum und alle kennen sie Kreuzschmerzen. Das ist doch eigentlich eine Tragödie. Ja, aber wir haben es ja vorhin gesehen. Die Physiotherapeutin hat uns ja Übungen gezeigt, die wir schon im Kindergarten angefangen haben. Erinnern wir uns an das Kindergarten. In der Kindergartenzeit, wo wir diese Übung gemacht haben, wo wir auf allen Vieren gelaufen sind, Wettgelaufen gemacht haben, wo wir ganz viel gelacht haben. Wir haben ja das Lachen verlernt. Ja? Mhm. Wir müssen fröhlich sein, denn das Lachen selbst, ja, ist eigentlich die beste Therapie.
Ja, und die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. In die Ausbildung und in den Turnunterricht, sodass man das sehr früh wiederholt und wiederholt. Ganz früh Kinder, in den Kindergarten, genau. In die Volksschule, dort gehört es hinein. Genau. Sie beide auf die Dornenmatte. Nein, das macht er. Ich sage ein Dankeschön den Experten ganz herzlich. Und knapp vor Ende der Sendung schauen wir wie immer in der Studie der Zeit im Bild 2. Martin Thür hat die Themen der heutigen Sendung. Guten Abend aus dem Studio der Zeit im Bild 2. Wir berichten in Kürze über ein überraschendes Rücktrittsangebot der britischen Premierministerin. Theresa May hat in den Raum gestellt, ihr Amt zu verlassen, wenn der Brexit-Deal endlich angenommen wird. Außerdem beleuchten wir die unterschiedlichen Pflegemodelle und sprechen dazu live mit dem Wirtschaftsforscher Christoph Bartelt. Und wir zeigen, warum ein christlicher Verein trotz Warnungen aus dem Ministerium weiter unterrichten kann. In wenigen Minuten. In wenigen Minuten dann pünktlich die Zeit im Bild 2 mit Themen, die zumindest manchen Menschen Rückenschmerzen bereiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war die eine oder andere Anregung dabei. So wie Herr Dr. Mehring gesagt hat, es trifft nie alles für einen zu, aber es geht ja um Anregungen, die Ihnen helfen sollen, Ihren Rücken besser zu verstehen. In jedem Fall kümmern Sie sich gut um sich selbst. Sprechen Sie es ruhig manchmal aus, wenn der eine oder andere Energieräuber Ihnen den Buckel runterrutschen kann. Ihr Rücken wird es Ihnen danken und Sie wissen, nach den Sternen greifen. Nicht vergessen. Auf Wiedersehen.